Und ja, auch ein Stück weit reduziert. Okay, 3, 2 und die 1. Hallo, herzlich willkommen zu Hell at Loose. Willkommen zurück zu Hell at Loose. Wir legen heute wieder ein bisschen los und sind unterwegs in Carentan. Das ist in Südafrika, wie der weiß. Wir sind zu zweit unterwegs und zwar John Joachim Deschamps und ich. Und dann hoffen wir dann, genau, also in unserem Squad sind wieder ein paar mit drin. John ist der Squad-Leader, das macht, glaube ich, immer noch ganz durchaus Sinn, wenn es jemand macht, der es ein bisschen häufiger gespielt hat als ich. Ich versuche jetzt gerade zu John aufzuschließen. So sieht's aus. Willkommen. Klingt vernünftig. Ich bin Antitankler, ne? Ich habe eine Bazooka. Ich bin 20 Meter hinter dir links. Moin moin zusammen, ja, willkommen. Wenn es euch gefällt, ne, lasst gerne auch ein Abo da, lasst gerne ein Like da. Ich weiß, man vergisst das halt immer ganz gerne, deswegen sage ich es einmal am Anfang. Und danke natürlich für all das, was da so in dem Punkt an Support auch mit rumkommt. Vielen Dank. Warte, John, ich renn schon so schnell ich kann. Warte mal, ich glaube, die Leute haben noch... Ach ja, warte mal. Sorry, jetzt dürftet ihr auch den Endgame-Sound hören. So. Bist du beschossen, John, oder hast du geschossen? Nee, das war ich. Okay. Bleib doch mal stehen, John! Hey, was geht? Sir, meine ich natürlich. Was geht, ja, Sir? Ja. Nicht viel. Die Jerrys sind überall. Wir spielen die Amis. Ich würde nämlich noch eine Backup-Garde jetzt hochziehen. Okay. Weißt du, wo der Tank ist? Ich glaube, wenn er jetzt nicht mehr hier ist, ist er eventuell rausgenommen worden, aber geh am besten einfach mal Richtung Bahnhof. Ist das jetzt hier vorne rechts oder was? Drück mal T, dann siehst du da so ein Schild Richtung 146. Ist es. Naja, ich warte mal, bis du hier fertig bist. Ich bleib mal so lange bei dir. Ja, das kann ein bisschen dauern. Naja, ne, ich meine, na gut, dann geh ich den jagen. Ich komm gleich wieder. Jojo. Okay, das ist weit nicht. Nee. Auch mach nicht. Ich bin vorhin über eine ziemlich hohe Mauer, die war auch ähnlich hoch, bin ich rübergewaltet. Das hat er gemacht. Das war ja, das ziemlich erstaunlich. Manchmal geht's, manchmal nicht. Ich habe irgendwie ein bisschen den Sound lauter gestellt von den Mitspielern. Das sollte soweit alles jetzt ein bisschen besser vielleicht gehen. Es war sonst mal relativ leise. Ich habe es allerdings immer noch ein bisschen leiser gestellt, aber ich hoffe mal, dass das wird was. Weil das Spiel ansonsten halt echt brutal laut sein kann. Insofern müssen wir mal gucken, dass wir da noch sonst ein bisschen annähern an das perfekte Sound-Setting. Moin Kirby, moin OG Danny, moin Sir Newton und Seox und Fievel und Quickband und Flippus Floppus und Markus. Moin Muddy. Eine Garni hochziehen. Ist so Player, falls es geschossen wird, kannst du auch eins holen. Moin Robson, Erika, genau. Moin. Ja, ich hoffe, dass wir die Runde zum Abschluss nicht Erika hören. Ja. Baust du das Ding jetzt hier auf, sagst du? Da wo ich gerade bin, ja. Okay. Wenn der Supplier kommt. Ich gehe dann mal weiter zum Bahnhof und hoffe mal, den Tank zu finden. Oh, die Map ist aber echt ganz nice, ne? Oh. Ja, vor uns wird zumindest geschossen. Skunky. Die Straße ist zugequalmt. Beim Auto ist einfach reinspawnen. Ja, ich versuch's grad. Sollte gehen. Gucken wir mal, ob wir das Teil finden. Na, hier wollte er nicht hoch. Worauf man auch immer achten sollte, ist, wenn man die Map öffnet und dann zum Beispiel bei Item, also links von der Garnison, was rot ist, sind da Feinde. Das heißt, Richtung Ping.
Richtung Pink. John John? Ja, richtig Pink müssen fahren. Oh, Mörser. Nicht weit weg von euch. In meine Richtung. Wir haben gerade den Item-Outpost weggebaut. Das heißt, wir sind dabei. Ich hab den Tank immer noch nicht gefunden. Ich glaube, ich komme bald echt zurück und guck mal, wie ich euch irgendwie finde. Ja. Na, ich glaube, den hat's zerlegt. Aber wir haben jetzt Infanterie, Klaus. Richtung des Pings. Bei mir ist Infanterie. Hab mich beschossen, nicht getroffen. Ah, der ist tot. Oh, geil. Moin Moin! Das hier ist noch World War 2. Und morgen gibt's dann den World War 3. Ah ja, ich sehe den Panzer 2. Kaputt. Als Wrack. Oh. Rechts ist irgendwo ein MG42. Das hab ich gerade weggesiebt. Da war einer direkt vor mir, einen halben Meter. Ich hätte ihm die Hand schütteln können. Jetzt bin ich halt so weit vorgerückt, aber ich komme mal zurück zu euch. Das macht ja keinen Sinn. Ich komme mal zurück. Schau mal, wenn du jetzt links von dir übers Feld läufst, also ja. Wenn du links schaust, da müssten Feinde sein. Ja, ja, hier habe ich gerade einen getötet. Da hätte ich jetzt mal ein geiles MG, ne? Könnte ich hier das Feld schön abgammeln. Ist aber ein echt von uns zerlegt. Ich höre ja den rumstöhnen. Ich komme zu euch. Ich will ja mit euch zusammenspielen. Ja. Morgen kommt dann World War 3 um 14 Uhr. Wenn ich es richtig verstanden habe, müsste die Beta um 14 Uhr freigegeben werden. Dann gucken wir um 14 Uhr mit rein. Und dann ist die Jagd auf Battlefield eröffnet. Na? Weil ich meine, das dürfte so von dem, was jetzt so demnächst rauskommt, wahrscheinlich mit der größte Konkurrent fürs aktuelle Battlefield sein, weil es halt nun mal auch ein klassisches Battlefield irgendwo darstellt. Also World War 3, also bin mal gespannt. Und irgendwann wird es ja tatsächlich auch gratis, ne? Das ist jetzt, glaube ich, dann ein halbes Jahr in der Close Beta. Also da kann man sich irgendwie einkaufen, aber dann ist es halt so close. Und dann kann es aber jeder spielen. Hey, wo bist denn du hier? Ach, da bist du schon, John. Alles klar. Ja. Vorsicht, auf dem Bahnhofsgelände sind das deutsche gerade Feinde. Den Royal Dutch Shop. Bin bei dir, John John. Links oder rechts der Straße? Links, links. Am Tor. Hab ihn nicht. Linke Seite am Tor. Ist direkt um die Ecke. Ist tot. Jo, da liegt er. Eieiei. In zwei Teilen. In zwei Teilen. Eieiei. Vorsicht, von da hinten kommen, glaube ich, noch Leute. Deine Markierung? Ja. Ich bin im Kampf gefallen. Und da hat jemand eine Sprengladung gelegt. Also wir sind gerade von 3 Kilogramm Sprengstoff zerfetzt worden. Was willst du, Nacek? Ist der Fall, was willst du? Moin Moin, add die Pro. Item. Ah! Sorry, ich mein Zug. So sieht's aus. Ihr habt nichts gesehen, habt ihr. Okidokil, John John. Die kommen aus Richtung des Outposts. Ich komm zu deinem gelegten Spawn. Lieber nicht. Okay. Da ist gerade zu viel los. Okay. Ich könnte von der anderen Seite gegenkommen. Da kann ich auch noch spawnen. Ja. Moment, ich würde sagen, wir gehen mal in den Angriff. Die anderen machen das. Können auch in den Angriff gehen. Mir ist Wayne. Jo, wir spawnen. Bitte in F6 spawnen. Ich komm. Wir gehen jetzt in den Angriff über. Ja,
Jetzt geht's los. Geiles Oder-Equipment. Dachte ich mir auch, als mir die gekommen ist. Ich war selbst davon sehr fasziniert. Moin KIP, moin moin. Was? Kai schaut zu. Klar. Der ist ja auch Mod. Der wird gezwungen, was? Tagtäglich. Das stimmt ja, sonst kommt er nicht aus dem Modschrank raus. Erst arbeitet, dann ist. Moin OG Danny, willkommen zurück, meine Friends. Gut geht's. Ich hoffe euch auch allen. Ja, ne? So, ich setz gleich mal einen Outpost. Oh, links. Ja, leg mal los. Da ist eine Kugel um meinen Kopf rumgeflogen. Okay, also rüberschauen ist nicht über die Mauer. Hier links die Straße runter. Okay. Ich versuch's liegend. Wenn du mir ein bisschen Platz machst, guck ich, dass ich die Straße unter Sperrfeuer lege. Rechte Seite, linke Seite, wo waren sie? Einfach irgendwo links, ich kann's dir nicht genau sagen. Das ist ganz weit nach hinten, da hinten. Das ist nicht hier recht. Ich bin tot. Von der rechten Seite. Von der rechten Seite am Ende der Straße schießen sie. Ich hab einen. Einfach Feuerpause abwarten und los. Medic. Soll ich kommen aus Richtung Ping? Danke. Hinter mir. Hinter dir. Jo. Ich bin rüber über die Straße. Kann ich oben in die Scheune da vorne rausgucken? Ja, kann ich. Ich versuche aus der Scheune Deckung zu geben. Ich muss erstmal kurz nachladen. Leiche. Wir sind am Gang genau bei mir. Vorsicht. Wenn der übers offene Feld geht. Ah, er kommt raus, kommt raus. Dahinter ist noch ein. Ich hab den Eingang. Immer noch Infanterie läuft da lang. Einfach draufheizen, wenn du es siehst. Naja, mach ich schon. Oh ja, Morphin. Hab einen. Ich gebe euch beiden gut Deckung von hier hinten aus der Scheune. Sagt, wenn ihr in den Gang reinlaufen wollt. Ich lauf gleich. Ich hab die linke Seite, John John. Ich höre bei mir Bewegung. Ich hoffe mal, dass die sind von uns, ja. Zwei sind schon nach rechts durchgelaufen, vor knapp einer Minute. Das heißt, rechts könnt ihr welche haben. Oh, John John. Kann ich nachkommen? Ja, ich, auf Vorsicht. Ich räume meine Pose, ich komme nach. Geile Sache. Arschgeile Sache. Jocken da drin, hat er mit Granaten? Leider nein. Wo sind's denn drin? Vorsicht, zurück, zurück, Edward, zurück, Edward. Sehr schön, Johnny. Wir verlieren und Bahnhof wird auch. Okay, ich bin hinter dir jetzt wieder ausgeklappt, John. Jo, da sind noch weitere. Ich glaube, die haben da ihren Spawn rechts.
Ja, der Spawn ist direkt rechts von mir. Komm schon. Gut, Bahnhof sieht halbwegs gut aus. Okay. Hoch, wir gehen hoch. Ich bin auch oben drin. Sieht bis jetzt alles clear aus im Haus. Feind Gali. Vorsicht, sicher mich, hier ist der Feind Gali bei mir. Bau sie ab. Okay, du bist unten. Okay. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt weiter die Straße runter Richtung Feind. Bitte bei mir sammeln. Okay, ich komm zu dir. Bin unterwegs. Also, Richtung Mausetod quasi. Hier auch kurz lautlos. Okay, dokel. Moin, PD. Bin da. Wo geht's lang? Ja, Moment, ich wollte noch schnell den Autos. Ich sehe jetzt eigentlich die beste Position, da würden wir, wird immer nachziehen. Jetzt einfach hier geradeaus runter. Achtet auf die linke Seite, ich glaube, da habe ich gerade Schüsse gehört. Oh, und rechts, ne, der kommt von rechts, MP40. Aus dem Haus raus oder wo? Ne, die Straße runter. Bin da. MG auch. Ja, mach ich. Lass mich hier hin. MG ist draußen. Am Ende der Straße ist, glaube ich, noch über der MP40-Schütze. Na komm schon. Da muss sich doch irgendeiner zeigen. Sieht ziemlich ruhig aus. Ich glaube, ich kann nachlücken. Na, John ist fast down. Ich komme eins weiter nach vorne. Einfach Sperrfeuer rein. Ich bin nicht in Schussreichweite. Ah, aus der Hüfte, rechts gekippt, rechts aus der Hüfte, genau. Ah, ich bin im Wrack gefangen! So, jetzt kann ich die Straße runterschauen. Bleibt links oder rechts, bitte. Ja, ich glaube, ich kann nachlaufen. Komm, John. Ja. Moin, Lukini. So. Moin. Direkt rechts um die Ecke müsst jetzt die Feinde sein, ihr hört's schon. Kann ich hier irgendwo rein ins Haus? Nach oben nicht, nein. Hm. Schade. Du kannst hier nur über die Mauer springen und hoffen, nicht direkt erschossen zu werden. Weg. Was ist da? 3 Kilogramm Sprengladung gleich zündet. Get back. Guys, you need more cover. Just wait. Sprengt er das weg oder was? Ja, also es geht auf die Wände durch. Also das Mord Sehr schön, okay. Jetzt können wir da durch, oder wie? Hoffentlich. Also immer noch Vorsicht, aber es sollte jetzt einfacher sein. Ins Haus rein, oder was? Ja, Vorsicht. MP40 Cloud. Hoch. Da ist rechts ein Haus direkt neben uns. Da sind auch schon. Der Stock ist nicht gesklärt. Gleich rechts. Guck raus, aber ich kann nur relativ bedingt einen direkt nach unten zielen. Links von der Gleise sind sie. Mehrere Leute. Zwei Kopfschüsse. Alter, da sind 5, 6, 7 Leute gespawnt. Wutz, auf einmal voller Haufen. Links von der Gleise, ungefähr noch 50 Meter weiter, scheint eine Garnison zu sein. Sehr viele Spawns. Edward, du darfst nicht sterben. Kannst du da was legen, John? Nee. Scheiße. Hier ist zu riskant. Mist.
Boah, waren das viele. Ich habe alleine zwei Heller. Pluing, pluing, pluing. Oh, das ist geil. Oh, Vorsicht, im Haus links von uns. Da irgendwo. Moin, Guffbar. Ja, Atmosphäre ist mega, mega mäßig geil. Okay, wir müssen die Richtung, aber ich gehe diesmal die Straße hier lang. Okay, da schreiben welche GG. Ich glaube, wir haben es hinter uns. Ich komme diesmal die Straße rechts von euch auf den Punkt zu. Ich laufe mal ein bisschen weiter mit nach vorne. Boah, war das ein Anbild gerade, echt. Oh fuck. Vorsicht, am Haus ist direkt an. Ich guck auch auf jeden Fall mal. Ich musste einige gekillt haben. Tab, eigentlich Statistik. Ja, ich versuch's. Vier, okay, das heißt, ich habe nur drei getötet. Davor hatte ich nämlich schon einen so erwischt auf der Straße. Aber es war trotzdem toll. Mit etwas Glück kann ich ihn gleich ins Spawn weg. Ich fand auch cool, der Franzose, der das die ganze Zeit begleitet hat als Rennen. Ich bin jetzt wieder fast dran, wo wir eben gerade waren. Jo, dann soll ich erstmal warten? Da ist nämlich. Kannst ruhig ran, aber ist halt dann ein bisschen. Heikel. Mhm. Ich versuche dann gleich den Opus weiter vorzuziehen. Ich bin jetzt da, wo ich die gerade eigentlich gekillt hatte. So ziemlich. Die scheinen sie nicht mehr zu sein. Da wurde mir der Arsch gerettet. Aber mal ganz böse gerade. Kommen viel aus meinem Infanteriepark, ja. Ich besetze mal die Scheune hier. Ich glaube, das macht Sinn. Okay. Ich bin in der Scheune leicht vor euch rechts ausgeklappt, John. Hier. Ich glaube, ich in die falsche Richtung schaue. Die anderen gucken auf jeden Fall in eine andere Richtung als ich. Ich glaube, ich lege mal hier hin. Fallschirm oder sowas? Ja, bei mir ist irgendwas gelandet. Supplies oder so sind bei mir gelandet. Alles klar. Ah, hab einen Header. Okay, Moment, ich muss schauen, wie der hab noch einen Header. Blumen. Fenster ganz oben dran. Ja. Boah, da hat's einen zerfetzt. In welchem Fenster? Könnt ihr das pingen? War das Inge? Welches Fenster ist das? Das ist ganz oben. Okay, falls, wenn ihr gleich nochmal sterbt, ich verschiebe den Outpost jetzt. Ich muss eigentlich meine Pose wechseln. Aber wenn du das ein bisschen weiter spielst, kannst du sogar eine Bar. Nice. Also vor mir kommen immer wieder welche. Ich habe eigentlich keine so schlechte Pose. Aber so ein, zwei Mauern verdecken mir trotzdem mein Schussfeld. Aber da, ich sehe immer wieder welche. Glaube ich nicht. Die andere scheint weg zu sein. Ich höre bei mir Steps. Ich hoffe mal, das seid alles ihr. Oh, da war, glaube ich, ein Treffer dabei. War nicht. Der müsste tot sein. Oh, da war einer schon direkt bei mir dran. Meine Scheune ist überhaupt nicht safe.
Ja, die sind bei mir an der Scheune dran. Zack, ich habe mir von irgendwo mal eine gefangen. Puh, aber ein paar habe ich erwischt da hinten raus. Boah, es macht voll Laune, Mann. Es macht voll Laune, irgendwie sowas abzuspammen. Puh. Ah, okay. Operation Outpost versetzen ist gerade ein bisschen schwierig. Ich nehme den letzten, den du gemacht hast. Da müsste ich noch ganz gut hinkommen. Ja. Boah, echt. Aber meine Güte. Ja, ja, ich habe 4 Leute nochmal da weggesäbelt. Geile Sache. Bin 20, 30 Meter hinter dir, John. Ich komme diesmal mit Healer gescrimmt. Geklärt. Soll ich mein MG hier aufbauen? Moment. Ich bin bei dir. Kannst du machen, ja, ja. Aber ich würde nicht hier durchgehen. Und hier ist noch was. Na, ich kann's hier aufklappen, ne? Ja, ja, klapp auf. Na, erst nach der Nate. Nate ist durch. Oh, ja. Okay, ich hab's. Ich hab die Straße. Jawohl, danke schön. Die müssten auf der linken Seite sein. Sagt, wenn ihr lauft. Ich bin ausgeklappt mit dem MG. Du hast ihn, John. Ist tot. Gut. Er ist tot. Okay, weiter rechts lang. Oh, ich muss aufpassen, Patrick. Geile Sache. Ich werde euch versuchen, hier links von uns bei den Supplies aus dem zu ziehen. Rechte Seite Straße, einen habe ich. Auf Pink kam der raus, von rechts. Jo. Komm nach. Hab den anderen hier nochmal. Sehr schön. Machen wir uns zusammen. Ich baue gleich noch eine Gully, wenn es die Gelegenheit gibt. Ja, direkt der Schienenübergang ist noch ein. Aber die links ist komplett heiß. Jetzt wollte ich hier gerade noch einen Outpost setzen, ey, das gibt's ja nicht. Die lassen mich hier nicht. Bin bei. Von wo aus kommen sie die Straße runter, ne, die wir gerade gelaufen sind? Kann das sein? Ja, 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 ja. Dann klappe ich mich hier aus. Wo muss ich denn hingucken? Rechts, links? Rechts, direkt rechts schon. Bin schon. Ich bin da gerade nicht. Direkt rechts, die Straße rechts runter, 20 Meter. Ich hab Sicht auf die Tanke, oder Tanks. Ab ihn. Ist noch einer. Und beide jetzt schon? An der Garni, auf 105, Achtung, Nate kommt, da kommt noch eine Nate. Okay, jetzt zurück. Woo! Einer steht da noch, ziemlich offen auf dem Platz. Flankiert. Okay, der eine. Da ist eine Garni, die müssen wir rausnehmen. Wenn wir die rausgenommen haben, gehen wir dann weiter rein. Boah, ganz knapp nur gesehen, sofort Header gefangen. Links an der Halle dran. Da ist noch einer. Das Gebäude komplett zu umlaufen. Wenn möglich. Okay, wir sollten. Zurück. Okay, wir sollen in die Defense. Okay, wo sollen wir hin? John?
Ja, der ist da glaube ich immer noch, der mich im Grad erwischt hat. Also. Versucht's noch die Garni rauszunehmen und danach sollen wir sofort zurück. Ich schau quasi direkt auf deine Leiche. Ich glaube aber nicht, dass der sich da großartig wegbewegt. Ich höre hier ein Fahrzeug. Ist unser Panzer. Nice. Ist das sehr gut? Ja. Moin auch. Die haben das durchgegeben, die kümmern sich jetzt. Thomas Garsten. Okay, Jungs, der Panzer kümmert sich drum, wenn ihr sterbt, zurück in die Gegend. Kommt. Ich hab einen. Der kam von links. Ich glaube, ich muss dem Tank gleich mal ein bisschen Platz machen. Zack. Hinter euch die Straße. Von unserem Spawn aus kommt. Läuft ja die Straße runter. Okay, Johnny, dann wo geht's denn in die Defense? Nördlicher Bereich, warte, wo ist hier Norden? Jetzt beschießt er mich, wenn ich auf die Karte schaue. Das ist natürlich scheiße. Das gönnst du keinem. Nee, wollen nee. Mal go. Wollen wir bewahren. Hallo, John, warum bist du tot? Wurde gerade erschossen. Der kommt hier durch die Gleise, Vorsicht. Der kommt durch die Gleise. Also Richtung. Okay, John, ich spawn aber mal zu dir. Ich markiere auch gleich den Bereich, wo wir jetzt wirklich sind. Hier wird dick geballert. Unter dem Zug, linke, mittig. Auf Pink zwischen den Waggons. Und hinten an dem Haus. Hab ich auch schon richtig gesehen. Okay. Schüsse. Versuch links die Straße runterzugehen. Ja. Müsste glaube ich in den Zügen sein. Zwischen den Zügen. Komm über die Schiene und der Zug ist auch dran. Oh, direkt um die Ecke, Vorsicht. Direkt links. Aimed up. Hat eine Nade geschmissen. Läuft jetzt weiter vor. Ich kann es einfach abhängen. Hinter mir noch einer. Da sind mindestens schon zwei. Ja, da ist auf die Nähe natürlich echt kacke dann wiederum. Ey, wenn sie ganz nah rankommen, dann kann ich das Ding ansetzen, aber ist schon auf 10 Meter schieße ich eigentlich wie ein Automatikschrot finde mit dem Ding einfach sonst wo in der Gegend rum. Ah. So. Ich gehe zu dem, wo wir da die ganze Zeit hingespawnt sind. Na, warte, ich setze ihn gleich um. Dann machen wir schnell. Ich habe noch 10 Sekunden, dann müsst ihr ansonsten wieder. Geiler Spawn. Okay, komm gleich dazu. Oh, jetzt gibt's neun. Nee, ich bin gespawnt und direkt in die Luft geflogen. Ja, ich hab den Spawn jetzt mal umgesetzt. Das sollte sicherer sein. Ah, fuck, die kommen direkt über Pink. Vorsicht. Jo. Ich hau meine Leiche hinter dem Gebüsch, einfach durchs Gebüsch setzen. Hat mal ein bisschen Sperrfeuer drauf gelegt, ne?
scheint die vorhin von links. Aus links. Wir müssen mal versuchen, dann da durchzustoßen zu den Häusern und erstmal die Häuser zu sichern. Mhm. Dann muss ja was anderes spielen als den LMG-Typen. Ich höre noch rechts von mir was, John. Du solltest da nicht so offen laufen. Der Loot von eben muss ja auch noch irgendwo sein. Okay, Mörserfeuer. Ich höre hier rechts was. Rechts von mir läuft irgendwas noch hinter dem kleinen Hütchen, an dem ich bin. Ich treffe mich das immer nicht jedes Mal, wenn du es hörst, wie die fallen. Die kippen langsam vorne an unsere Leute. Wir müssen also noch ein bisschen halten und sollten mit dem Punkt raus. Ich sehe ein gewisses Stück hinter der Hecke ein. Nicht viel, aber ein bisschen was sehe ich ein. Ich habe auch schon einen beschossen, der müsste glaube ich auch tot sein. Aufpick! Ah, da ist hinter die Mauer. Nördlich von Love hängen die auch noch. Oh, das war nah. Die kriegen ziemlich konzentriertes Feuer auf und drauf mit den Mörsern, das ist nicht so geil. Die hängen schon dran. Ich versuche dann aber den Aufbruch zu setzen. Ja, Scout, da kommt es ein bisschen Loot rein. Carney ist weg. Ja. Hab einen auf der Straße. Ja, da sind noch viel mehr. Vergiss es. Sie sind die ganze Straße rechts voll, ist noch voll. Moin noch, Reik, moin, 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 moin. Jo, ich setz gleich eine Aufrüstung. Ja, die Karte ist schon toll, ne? Och, shit. Straße entlang, also Leute. Die Karte ist schon mega. Okay, jetzt ist noch ein Cap Race. Mit bisschen Glück ist gleich Punkt Nummer 4. Durchs gleich auf dem Gleis, ja. Auf dem Bahnhof. Ja, die haben den Punkt, die haben uns da schon rausgedrückt. Die im Angriff müssen das jetzt machen, sonst haben wir gleich ein immenses Problem. So, ich glaube, ich ändere mal meine Rolle. Gibt's den Sunny? Ja, der Sunny sieht doch schick aus. Okay, wartet mit Spawn, spawnt jetzt in den Angriff rein, in die Garni, in George 6. Garni in George 6, dann gehen wir da in die Defense weiter. Ja, H4. Stand. Ich setze da auch gleich einen Outpost. Bin unterwegs. Nice, 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 nice. Okay. So wie eben wieder durch die Stadt. Mhm. Jetzt müsste es auch ein bisschen besser laufen als jetzt. Also zumindest im Nahkampf. Jetzt habe ich hier dieses komische, auch wenn es kleines Kaliber, was ist denn das? Hier dieses. Das Gewehr mit Pistolenkaliber. Was? Oh, keine Ahnung. Wenn es ist ACP, aber ich glaube, das ist auch hier 30 irgendwas. 762er sollte es eigentlich sein. Nee. Das weiß ich nicht genau. Das ist doch M1A1 Carabine, oder? Ich glaub ja, weil ich bin mir recht sicher, der verschießt Pistolenmunition. Tiger! Haben wir einen Anti-Tank? Da ist nämlich Tiger. No. Ist markiert. Okay, ist scheiße. Anderer Weg. Nee, er rennt mit der Bazooka ran, wie geil! Wurz! Ah, oh, der Tiger hat aber kann nix. Der ist gut wie tot. Nice, 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 das muss ich mir angucken. Der flieht, der hat schon einen sitzen. Voll geil, voll geil. Hast du Pläne oder erstmal einfach reingraben? Oh, ich hab
ich bin auf die Linie gelaufen, erstmal eingraben. Dann gehe ich hier ins Haus rein oder so. Naja, ich... Aber Moment, ich gebe euch welche. An den Gleisen sitzt du noch runter. Oh! Haben sie uns umgezwirbelt, wie ich versuche halt noch eins zu heilen. Ah! Moin auch, Chris, what up? Moin moin, moin moin. So, ich habe euch mal einen Defense-Marker gesetzt. In dem Bereich würde ich gerne, dass es hier stabilisiert ist, verteidigen. Ach, komm schon, verteidigen, ich wurde weggesniped. Die Straße, aus der wir gekommen sind. Ja, ich bin gleich da. Ich bin ja als Medic unterwegs, Johnson. Ich wollte halt einen heilen und dann haben die uns einfach, als ich versucht habe zu heilen, uns beide weggezwirbelt. So. Da. Wo sollen wir hin, Johnny John? Da, okay, ich sehe schon, alles klar. Ja, da in den Sektor, da würde ich auch endlich mal, wenn es denn endlich gehen würde, einen Outpost hinstellen. Ich wurde jetzt schon dreimal weggezwirbelt. Das erste Mal war eine Tretmine, das zweite Mal ein Sniper und das letzte Mal ein MG. MGs sind schon geil, John. Die sind schon eine sehr wichtige Angelegenheit. Das stimmt, das stimmt. Kannst du mal markieren, schön, wo du hin willst, bitte? Drück mal T, das ist so ein Marker. Das ist ein Schild. Müsst du mal sehen. Oh, warte. Mein Spawn-Darm oder was? Warte, ich mach gleich. Wo wir vorhin den Fight hatten. Mhm. Ah, hier ist meine Scheune, in der ich vorhin war. Shit, von der Seite bin ich rein. Ah, und tot. Ich weiß nicht mal, von wo die mich auserwischt haben. Ich glaube aber, ich habe in der Scheune einen gesehen, wie der da reingelaufen ist. Relativ sicher. Ihr kriegt gleich einen Outpost. An der Straße, wo die zwei APs stehen. Outpost kommt da. Das müsste John John sein, genau. Ja, ich baue hier gleich was. Naja, mach mal. Aber hier ist nichts Gutes zum Hinstellen. Komm schon, gib mir einen Spot mit. Ja gut, mehr Deckung kriegt man nicht. Hast du? Hast du. Okay, ich komm dazu. Die im Süden meinten, sie halten noch. Deshalb schauen wir mal, dass durch den Norden sich keiner durchsneakt. Hm. Aber ich versuch gleich nachzukommen. Brauch noch 4-5 Sekunden und spawn ich erst. Dreh mal vielleicht noch nicht vor und warte immer mal kurz. Na, ich kundschaft schon ein bisschen. Okay, bin 20 Meter hinter dir. Sag mal, wurde der Tiger eigentlich zerstört? Ja, oder ist kaputt. Okay. Ja, auf Finger, das ist fuck. Das sah schon geil, wie der da so die Straße gefahren ist, wie das da aussieht. Kommen wir hier mal in irgendein Haus rein oder so? Ich meine, gerade wenn wir hier eh nur gucken, dass hier keiner durchbricht, dann... Ja, also Haus, glaube ich... Ja, an der Straße gibt es ein, zwei Leute. Wie lange dauert eine Runde im Schnitt? Ich würde sagen so 40 Minuten oder so haben wir letztes Mal gespielt, mal so ungefähr. Ja, es kommt immer ganz drauf an. Die kürzeste Runde, die ich hatte, waren 17 Minuten. Mhm. Aber das war halt maximaler Blitzkrieg, aber im Normalfall, wenn die Teams ausgeglichen sind, eine Stunde. Stunde, okay. Wenn es ausgeglichen ist. Wenn man natürlich ein Team hat mit sehr, sehr guten Spielern, dann dauert das auch mal nur 30 Minuten und weniger. Mhm. Also, Bellingsen gibt's hier nicht. Kann ich noch weiter nach vorne, was meinst du? Vor uns ist ein Haus, da könnte ich vielleicht rein. Wir kriegen eher rein, fertig. Hinter uns, ne? Ja, das am Fall. Das sind 200, das Ding, was da am Fallschirm hängt. Hinter! Scheint aktuell maximal mehr Spaß zu machen als Battlefield 2042. Es ist ein ganz, ganz anderes Mission, Codemus. Das hier macht Spaß, aber das hat nichts mit Battlefield zu tun.
Das kannst du echt überhaupt nicht vergleichen, also. Das ist hierbei kein Entweder-Oder. Das hier ist genauso nah an Battlefield dran, wie ich weiß nicht, wie die Sims oder so. Augen offen halten, hier ist direkt gleich irgendwo der Spawn. Wenn wir Pech haben, erwischen wir die Spawn-Welt. Du meinst, wenn wir Glück haben. Da ist der Tiger, also der kaputte Tiger. Geil. Geil. Ja, die sind hier schon. Hörst du sie vor dir, oder was? Da sind gerade Leute erschossen worden. Ich renn so schnell ich kann, John, aber ich bin noch ein kleines Stück hinter dir. Ja, das ist passiert, wenn man die sportlichen Übungen schwänzt. Ich trag hier ein richtig super schweres MG. Habt ihr sie? Ein paar. MG plus alles hier, ne? Also plus Muni, was denkst du, was es wiegt? Da kann man auch schon mal ein bisschen, ne? Bisschen länger brauchen. Was hast du abgebaut? Sehr gut. Die Vorräte wurden ja auch abgebaut. Jo, habe ich rausgenommen. Sehr schön. Ich komm mit! Wieso sollte 18 Uhr Stream ausfallen, Ghost Hunter? Um 18 Uhr kommt Daisy. So, wir gehen mal in den Hardcap. Also, ne? It is what it is. Also, wie jeden Tag im Endeffekt. Bis auf Samstag, das streame ich ja nie. Aber prinzipiell gesehen, weiß ich nicht, warum heute Abend noch was ausfallen sollte. Vorsicht, wir haben gleich vor uns in der Weitere. Gibt keinen Grund dazu. Am meisten Fall auf meinem Marker. Das war noch ein bisschen. Wie viel? Sind gleich direkt aufbauen, getroffen schon. Also, wir sind direkt schon raus. Na. Auf Ping. Einer ist rechts rüber gelaufen. Ist jetzt im Haus vor dir was, John? Ne, im Haus an sich nicht, aber hinter der Mauer. Direkt hinter der Mauer. Dann versuche ich ins Haus reinzukommen. Wenn ich mich da aufklappe, müsste eigentlich ganz gut lange. Ja, da ist, glaube ich, das ist aber kein Fenster. Das würde ich gerade sehen. Dann nehme ich die Sandsäcke hier an der Kante. Boah! Nein! Du hast zwei Freunde dahinter und die haben dahinter aufgeräumt. In Richtung meines Markers müsste der Spawn irgendwo sein. Ich bin noch an der Kreuzung im Haus hinter dir links, John. Ping, wieder Hauptstraße. Kugeln fliegen nur so an mir vorbei, aber ich sehe die nicht. Sind die da, wo du jetzt hinrennst, John? Ja, da die in der Straße drin. Gen. Ich glaube, die sind links die Straße runter. Noch an der Kreuzung. Ja. Irgendwo da in der Ecke. Ist ausgeklappt. Sieht erstmal gut aus. Hab gerade aber noch einen da gesehen gehabt. Der müsste da in der Richtung gelaufen sein, John. Ich lauf nach. Ja. Wir clearen hier gerade ein bisschen.
Ich komm nach. Vorsicht, kommt nicht zu meiner Leiche, da beginnt gleich unser verbündeter Bombing Run. Scully, nicht weiterlaufen. Boah, Alter! Einmal kurz weg, Sports, moin, noch schriller, moin, Track-Fan, moin, moin. Handed Losing Graphic Update, man sieht deutlich besser aus als in Erinnerung, ich weiß nicht, ich spiel's auf den allerhöchsten Einstellungen, vielleicht deswegen, aber ja, schon geil. Es gab auch Grafik-Updates, zum Beispiel das ganze Gras und Co. ist neu. Also, die haben da ganz viel Gras und Büsche und alles geedet. Mhm. Das ist schon ganz nice. Also, stimmungsvoll ist es auf jeden Fall. Okay, ich kann irgendwie gerade nicht spawnen. Komm da hinten aus Halle. Hm. Nur noch Takiwu und nur noch Grillmeister der Jan. Moin, moin. Okay. Unsere Garnison wurde überrannt. Bei der gerade gespawnt bist, John. Ja, ich versuch. Kannst du irgendwas legen, dass ich spawnen kann? Ach, wir haben einen Spawn weiter oben. Ah, ich seh's. Ich komm dazu. Gib mir schon mal Zuschauer, der ja, es ist echt stimmungsmäßig voll fett. Ist auch mega, mega befriedigend, wenn du hier einmal einen umholst oder so, weil es echt. Wenn du hier eine geile Position gefunden hast, wieso nicht? Dann gibt einem das auch echt eine ganze Menge zurück. Vorsicht, die ganze Infanterie ist auf Ping. Vorsicht. Wollen wir mal. Alles klar. So, jetzt reicht's, jetzt gehe ich da hin. Kannst du da nochmal irgendwas legen, John? Ja, ich versuch's. Gerade ist halt alles ziemlich heiß. Mm. Ja, ich kann sonst, muss halt ein gutes Stück trotzdem schon irgendwo entfernt spawnen. Sitzt. Neuer Spawn. Auf Ping ist einer ins Haus rein. Gleich da. Und bin da. Boah, da werden alle weggezwiebelt. Okay, haben wir einen Supplier gerade? Ja, gut. Ich versuche gleich noch eine neue Karte zu ziehen. Jo, ich hatte im GZ. Kann man da noch um die Ecke? Wo das hängt? Ich hab's erwischt. Unser OP ist heiß. Jo. Ich hab die Stelle, wo jetzt zerballert wurde. Ich hab mich ja mal ausgeklappt. Schau mal, Dora, kannst du vielleicht irgendwann auch was. Wie alle rumstöhnen. Schau mal. Warte. Ich baue gleich noch eine Garde. Dann können wir noch mal weiter schauen. Vielleicht schaffe ich irgendwo in der Nähe. Am Haken steht einer. Also ich deck das da, wo aus der Richtung, dass du dir gerade alle abgeballert wurde. Da rennen auch mal wieder welche noch rum an. Also hier. An dem Gebäude. Die smoken ist aber auch gerade weg. Mörserfeuer kommt. Ich bin immer noch.
Mach ich. Hörst du mal, schau mal, wir beide gehen mal zum Rufmarker. Das wird jetzt zwar eine bisschen längere Reise, aber wir brauchen das. Sehe sie hier hinten, bei dem Ping. Ansonsten alle anderen im Radverkehr halten. Was wird jetzt? Wenn ich jetzt hier irgendwo mal irgendwie, weiß ich nicht, mal ein Visierchen hätte, um ein bisschen mehr zu sehen. Ich sehe immer nur ganz, ganz wenig auf so großer Distanz mal wie so ein Helmchen irgendwo vorluken. Ja, so ein schönes Vierfach. Naja. Thermal. Naja. Thermal bräuchte ich ja nicht mal unbedingt, aber. Bei mir im Hardcap, in dem mehrstöckigen Haus zu einer Firma. Aber zumindest dürften da erstmal keine lang kommen. Also wenn da jemand kommt, dann sehe ich das auch. Das war das erste Magazin. Die schlagen die Kugeln auf die Mauer. Ja. Also, von dem, was ich gesehen habe, auf jeden Fall. Ein bisschen höher liegen könnte. So, die Sniper müssen, glaube ich, immer bei meinem Move-Marker sein. Auf der Bodenlänge. Ich wüsste mal zu gern, ob ich hier überhaupt immer einen erwischt habe. Weil dann musste die halt ja auch so weit oben eigentlich nur immer einmal treffen, dann war es das ja auch schon. Ja, eins einfach reicht in der Rede. Da hängt immer noch einer am Dachgeschoss, ein Hardcap drin, der hat sich dran gekriegt. Ich würde am liebsten noch eins weiter nach vorne gehen, aber es ist eigentlich eine recht gute Pose hier. Nein, das ist hat nicht sehr viel mehr mit vorne zu tun. Ich glaube hier bei dem, wenn ich das... Ich dachte nur, dass der Vorteil kommt ist. Flieger hat mich. Ja, ich glaube, wenn ich das Spiel spiele, werde ich nicht allzu häufig gefragt werden, ob ich auch Fortnite spiele. Das heißt, ich glaube ja eher nicht so richtig. Puh. Ja, mich das erwischt. Meister ist halt leider Gottes hier auf Bing. Hardcap Garni ist auch weg. Bahndamm, okay. Kannst du da weiter vorne was legen, John, oder eher nicht so? Gerade nicht. Schau mal, kannst du in George 6 spawnen? George 6 spawnen, Hardcap pushen. Zu spät. Ich komm so nach. Alles klar. Kannst du es nochmal pingen? Okay. Ah, ich geh mal dem Udo hinterher. Ich glaube, die Richtung müsste auch halbwegs stimmen. Aber wo es genauso jetzt nicht gesehen.
Bist du das dein? Hier ist Kohlrabi. Wir sind zu dritt unterwegs im Squad, also ich bleib mal bei den anderen beiden. Da wir vorhin die Ressource kaputt gemacht haben, hier diesen Abwurf. Moin. 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 Versuchen wir den halt noch Max zu holen. Max, kann sein, da sind noch welche, ja. Sind die Angriff, Verteidigung? Was sind wir, John? John, sind wir Angriff oder sind wir Verteidigung? Verteidigung, wir verteidigen. Wir versuchen Schienenübergang zu verteidigen. Also, der Tilt ist gerade groß im Command-Chat. Okay, wieso? Ja, da wird gerade wild rumdiskutiert und alles. Es ist gerade, weil der Punkt gerade verloren wird. Okay. Achtung vor uns. Okay, mach dich schon mal bereit, eventuell gleich hinten zu spawnen. Ja, also im Bahnhof. Kannst du da nicht irgendwie verdecken? Warte, ist gerade zu laut, ich höre nichts. Ich komm nach. Ach, dann kommt Granatenspiel geflogen. Sollen wir jetzt noch okay. Nach vorne machen oder gleich als Bahnhof? Escape Spiel, versetzen, Bahnhofsport. Ganz wichtig, nicht verlassen. Boah! Was? Nicht nur einmal. Ja. Ich hab da noch voll drauf geheizt! Mist. Direkt in den Norden. Sofern wir nicht direkt Feindkontakt haben. Okay. Wo und soll ich spawnen, Son John? Bahnhof. Okay. Was ist denn er hier, einer? STBD Doktor, der hat ein ganz komisches Zeichen. STDB, das ist der Command. Ah, okay. STDB steht für Stoßtrupp Donnerbalken. Ah, okay. Da haben wir's. Na dann. Und jetzt sollen wir hier verteidigen, oder was, John? Genau. Okay. Also wir werden vermutlich so aus Richtung Verteidigungsmarker kommen. Ich ziehe da auch erstmal eine Garni hoch. Soll ich die Straße hier bekämpfen oder was sagst du? Ja, also. Hier schon? Ein bisschen weiter vor können wir noch. Wir werden vermutlich versuchen, über die freie Fläche zu pinken. Mhm. Dass sie sich quasi über den Attack-Marker durchschmuggeln. Mhm. Okay, bin dabei. Ich kenne nämlich noch so einen kleinen Trick. Mal schauen, ob das geht. Was denn? Nämlich konnte man da irgendwie rechts in den Hof rein. Das ist so ein kleiner Trick, den kennt nicht unbedingt jeder. Und es geht noch! Und jetzt? Jetzt kann ich hier einfach einen Aufbau setzen. Okay. Komm ich aufs Dach irgendwo rauf? Hier raus? Moment, du kommst auch wieder raus, es dauert aber kurz. Guck mal hier, Johnny John. Ja. Ich komme und darf nicht aufs Dach weitergehen, so wie es aussieht. Geht nicht! Da hinten über die Mauer lauf. Über die Mauer. Du meinst hier jetzt wieder raus? Genau. Das wäre schon toll, wenn ich jetzt mich da oben aufs Dach draufgelegt, direkt an die Kante. Ja, aber überall kommt man halt nicht hin. Ja, das war ein bisschen schade. Ja, ich hätte auch super gern noch eine Garni hingestellt, aber die war zu nah an der nächsten dran. Das wäre halt einfach der Spot gewesen. So, und alle Helle-Spieler im Stream, ihr wisst jetzt, wo ihr eure Garni setzen müsst. Das ist auch eine wunderbare Attack-Garni. Hier ist irgendwo ein Ups, wo ist der Anti-Tank?
bin hier oben im Haus. Richtung Norden steht er. Ja, dann schau mal, dass wir irgendwo Richtung Norden das finden. Der Rest geht wieder etwas zurück. Zurück, oder was? Wir haben nämlich gerade niemanden im Hardcap. Okay, dann stelle ich mich jetzt hier hin. Meinst du jetzt, hier kommen die hier langgelaufen, oder was? Ja, ich gehe mal davon aus. Wir haben hier nämlich zwischen uns und dem Gebiet hier niemanden von unserem eigenen, deshalb wäre es gar nicht so abwegig, wenn wir hier jetzt angreifen. Schauen wir weiter hinten noch. Hier ist bis jetzt nicht sehr viel, so viel kann ich dir sagen. Moin Daniel. Die hüpfen schon über die Schiene. Wenn die Schiene kommen, sie alles klappt. Dann schauen wir auf. Hey, wird ordentlich geknallt. Haben dann eine Smoke hingesetzt. Okay. Ich gehe damit hin. Und den ersten habe ich noch springen. Geh mal zu den an. Ich wirtschaft ein bisschen, ne? Machen bitte ein Lightning gemacht. Links die Straße runter schon. Bin tot. Da kommt man hin. Ach, Mann. Schade. Das hätte was sehr. Ich hoffe, ich kann da welche abfangen, aber nee. Da wird aber auch hingemörsert. Warte mal, wenn ich jetzt hier lang gehe. Ich glaube, da könnte ich noch ein bisschen weiter nach vorne. Ja, aber gut, solange unsere Garnis noch nicht rot sind, heißt das, dass wir schon noch ein bisschen weiter weg sind. Die Garni schlägt nämlich erst, glaube ich, ab 100 oder 150 Meter an. Korrigiert mich, wenn es falsch ist. Oh, ich habe es auch nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, im eigenen Gebiet waren es weniger. Okay, ich komm mal einfach ein bisschen nach hier. Oh. Jungs, Hardcap ist implantiert worden. Alle zurück in Hardcap. Cool. Da wo der Spawn ist oder was, John? Genau. Ich warte, ich markier's. Also Bahnhof, also sorry. Okay, da sollen wir wieder hin. Hardcap, genau, der Hardcap ist quasi der schwarze Kreis. Da ist auch die meiste Defense drin ist. Was für Amateur-Anti-Tanks sind das? Kann ja nicht wahr sein, jetzt hat er mich gefragt. Hat er nicht den Arsch geschossen? Nice. Panik hast du gekillt, Klaus. Mann, ey. Ja, er lebt aber nicht der Lux, ne? Wow. Mission failed. Ja, Mann, ey. Einfach mal abwarten, weißt du. Die Straße vor uns links wurde schon von abgeballert, John. Als ich da rübergelaufen bin. Das ist nicht lang her. Da war es dann aus. Ich jetzt die Art, die versuchen sie vermeiden. Schuss auf uns? Okay, da runter sagst du. Ja, du schau mal da rum. Fein, Bomber. Oh, Bomber. Direkt die Schiene entlang von hinten kommt. Verdurlt. Das ist jetzt das vierte Mal, dass ich direkt weggeholt wurde, als ich gespawnt bin. Ich komme wieder zur Gleise. Puh, okay, da links. Aber wir haben doch immerhin auch einen. Wir haben ja hier einen Tank, der muss doch mal ein bisschen nach vorne. Muss aber was machen. Normal fragen, ja mal moin. Moin, Adi.
Nice. Jo, ich bin jetzt alle drin. Nee. Bin bei dir, Johnny John. Richtung Ping. Links runter sehe ich nicht so viel. Ich guck mal rechts die Straße runter. Oh, Vorsicht, die Schiene runter, die Schiene runter. Wo ich fliege. Das ist die G-Schütze. Ja. Schau mal, Udo. Einfach, schau mal, Udo, einmal links und rechts. Scheiße. Ja, aber der hat einen von uns hinter sich. Marker kommt, Panzer. Aber der ist doch ganz viele von uns schon. Der war auf den Schienen drauf, oder was? Das willst du. Na gut, ich bin jetzt auch auf den Schienen und... Okay. Supplier, drop mal da. Ist er jetzt wieder da hinten? Okay, ich laufe wieder in die rechte Weite weg. Moin, Spielverderber, moin moin. Absolutes Chaos. Ja, ja, wir. Hallo. Sie können den Punkt erwischen. Das wieder, da kommt wieder so aus dem. Zwischen den Hallen Richtung Ost. Ja, ich werde auch aus den Hallen, zwischen den Hallen beschossen. Sobald ich da irgendwie halbwegs lang mitlaufe, ist das echt... Was für eine Klasse hast du gerade? Du bist AMG. Das ist gerade einer von mir lang gelaufen. In der Halle drin hier, John. Die müssen in der Halle drin sein. Kann man überhaupt in die Halle rein? Hier ist gerade eine genau hier entgegengelaufen, wo ich stehe. Hab den umgezwiebelt. Da kommt was schon. Er ist tot. Achtung. Ich höre was. 30 Sekunden, dann ist GG. GG, Jungs. Kann ich hier noch eine mitgeben? So eine klitzekleine Kugel hier ins Bein, der muss da drin sein, oder? Hey, John, Vorsicht, Vorsicht! Wir haben sogar fast noch den nächsten. Carapaz. Und gleich, wenn die Runde vorbei ist, gibt es so Punkte, die wir verteilen können. Und die, was machen wir mit den Punkten? Das gibt uns einen kleinen Bonus. Wenn du auf diese 0 bei den Spielern klickst, dann. Oh, du hast gleich 4 Stück bekommen. Ja, weil ich voll der Vollpro bin. Oh. Ja, man gibt das in der Regel immer an die niedrigsten Mengen weiter. Höchsten meine ich natürlich. Übrigens. Ich habe einen Gamer-Claim bekommen für den letzten Stream, aber nicht für Erika, auch nicht für das Lied hier, sondern für das russische Lied, was wir hatten. Für das russische Opernstück oder was das war. Da habe ich einen Gamer-Claim für bekommen.
Aber ja, ich lasse es gerade rausnehmen, das müsste schon irgendwie gehen. Ah, 15 Leute habe ich immerhin weggeballert, keine Ahnung. Längstes Leben 1447, alles klar. Erzfeind Phönix Berserker 2, okay. Ah ne, 2 Mal habe ich gekillt. Wie stehst du? Ja, mein Opfer ist der Mühlentreter und mein Erzfeind ist Bob Billy Bob Job Go. Schau, was die nächste Map ist. Was sagen denn diese überall Statistiken aus? Das ist ja irgendwie mehrere so eine. Oh, ich rieche Panzerschlachten. Ich wollen wir mal ein bisschen Panzer fahren, John? Können wir, wenn wir Tiger erwischen. Ja, Mann, ich will Tiger fahren. Charlie. Ja. Ja. Okay, bin... Fuck. Was denn? Ja, das ist jetzt voll, ne? Warte. Muss gleich neu. Scheiße, ich kann nicht... Warte. Jetzt fang nochmal an. Ich hab einmal ja zu viel gedrückt. Jetzt bin ich da. Perfekt. Okay, wir kriegen... Shit. Wo spawnst du? Mitte, Moin. Links, rechts? Moin. Ja, ich würde sagen, wir nehmen rechts außen erstmal. Okay, den können wir auch nicht nehmen. Gut, wir müssen den Lux nehmen. Scheiße. Ganz rechts oder wo? Jetzt bin ich schon gespawnt. Können wir später einen Tiger anfordern oder so, ne? Jo, später können wir den Tiger anfordern. Gut. Jetzt, hier ist es jetzt nicht, links. Ja? Ich bin jetzt schon ganz rechts gespawnt. Ne, versetz dich einfach. Escape, versetzen, wartest du kurz, aber es ist noch nicht so schlimm, noch ist Aufwärmphase. Mhm. Drück auf Nein. Darf ich die Karte zeigen? Nee, deswegen zeige ich eine andere Karte. Ja, am Anfang passiert jetzt ja noch nichts. Jetzt sind ja noch keine Garnisonen und so gesetzt, deswegen dürfte es jetzt noch nicht so schlimm sein, dass man die gerade sehen konnte, aber ja, ich zeig die schon immer mal hier, also die andere, die ihr jetzt seht, die zeige ich dann. Okay, also du bist jetzt ganz links, richtig? Ganz links, genau. Okay, stationier mich. So, wenn der dritte Mann gleich da ist, fahren wir, würde ich sagen, direkt in Richtung Olex Haus, dass wir deren Spawnhaus nehmen können. Ping mal, ich sehe den nicht. Ping mal, John. Ah ja, ich sehe es schon. Ist diesmal wieder nur ein Panzer 2, aber später kriegen wir dann was Größeres. Du wirst heute fahren. Nice! Ich fahr gerne. Okay. Motor starten. Dann starten wir mal den Motor. Dann erster, wenn er gestartet ist, in den ersten Gang, hoch auf 2000 Umdrehungen. Warte, nicht so schnell. Wie schalte ich denn? Mit welchen Tasten? Shift. Erster Gang. Und dann vorwärts. Ah ja, ich sehe es schon. So, dann bis zu 2000 Umdrehungen und dann hoch. Und mit Steuerung gehe ich runter, richtig? Genau. Prototyp schon mal gefahren? Ja, aber recht lang her. Zur Early Access noch. Ja, also meine Ohren wurden kurz gekillt im Command-Chat. Die Steuerung ist hoch. Und wir fahren jetzt erstmal hier die Straße entlang. Jetzt sind Ziel, dass wir so schnell wie möglich Richtung Olex Haus kommen. Dass wir vielleicht die ersten Transporte von der Kette haben. So, wo soll ich denn jetzt lang, John? Einfach geradeaus. Ja, jetzt geht nicht mehr geradeaus. Warte, da. Bisschen nach links, genau. Okay. Das geradeaus. Und dann hier rechts halten. Rechts halten? Da ist ein Graben, da komme ich nicht. Da lang. Okay, und jetzt hart rechts, ja? Na, ja. Du machst das schon richtig. Einfach fahren. Okay. Dann da runter. Ja, das ist aber links! Einfach durchziehen, ne? Wenn du so eine Kurve hast, einfach auf dem Gas bleiben und dann links Richtung wechseln. Muss nicht vom Gas runtergehen. Aber auf dem Gas bleiben und gib ihm. Okay. Ja, dann im vierten Gang noch hoch. Wenn er die Drehzahl verliert, ist es nicht so schlimm. Was jetzt so? Was? Ja. Ah, ich muss. Verstehst? Ja.
Ich wollte shiften von wegen boosten. Es ist halt so drin. So, jetzt. Jetzt einmal gib ihm, ja? Also die Straße runter. Gib einfach Vollgas. Einfach Vollgas die Straße runter. Wie viele Gänge haben wir denn? 4. Okay, dann sind wir schon im Höchsten. So. Wenn wir Glück haben, treffen wir gleich nicht auf einen T-34. Wenn wir Pech haben, treffen wir auf einen T-34. Ja, es gab auch keine Panzer mehr, du. Soll ich, wenn die Kommunikation vom Team kann man ja nie wissen. Antwortet auch nicht. Soll ich, wenn ich jetzt so eine 90-Grad-Kurve fahre, soll ich auch im vierten Gang voll auf dem Gas bleiben? Ja, ich sag mal so. Oh. Okay. Wir haben einen Feindpanzermarker. Wir haben einen Feindpanzermarker ungefähr da vorne. Wenn ich treffe, soll ich ihn dann ein bisschen ablenken, auf ihn halten? Wir haben jetzt im Hintergrund das Bild, was für ein Panzer sein. Seh den Panzer, hab Kontakt. Das ist ein T-34, stopp. Also wir können kein Damage machen. Mal, wir können die Ketten kaputt machen. Wie kann ich denn rückwärts fahren? Ah, okay, passt. Infanterie auf uns. Oh, ich will uns nicht aufdecken. Soll ich weiterfahren oder wollen wir hier bleiben? Fahr mal rückwärts, das sieht uns rückwärts. Rückwärts nach links eindrehen. So? Ich weiß nicht, was hinter uns ist, John, ne? Alles gut, alles gut. Du bist noch an der Scheiße. Mein Gott. Ah, okay, jetzt beschießt unser Panzer, wenn ich das richtig sehe. Da passt. Also, wie ich das gesehen habe, geht ein Squad Richtung Panther. Genau. Deshalb würde ich mal sagen, wir fahren jetzt links übers Feld. Okay. Na dann mal los. Ich hoffe jetzt mal hinstellig, dass der Panzer den T-34 beschießt. Wo jetzt lang? Mal weiter geradeaus. Der Panther fährt rückwärts. Okay, ich glaube nicht. Zieh rechts eindrehen. Der fährt rückwärts schon. Sollten wir uns wirklich vor den Panther setzen? Warte. Geh nach links, weg, nach links. Ich verstehe den nicht. Warte, stopp, halt an. Ich halte. Ist halt wirklich nichts, ich sehe auch nichts. Wie bremse ich denn am besten? Steuerung und S, wenn ich es auch richtig weiß. Okay. Wer hupt denn da? Unsere Trucks. Nice. Ich weiß auch nicht, was die hier hinten machen. Okay, alles klar. Der Panther fährt wieder vor. Okay, fahr mal vorwärts. Direkt weg hier. Ein IS-3 schaut direkt auf uns zu. Wir sind tot. Panther, das ist ein IS-3. Okay, einfach fahren. Nach links einschlagen. Ich kann nicht mehr weiter als du gerade erst. Hinter einer Mühle oder so. Ich sehe Mühlen voraus. Ich kann nicht mehr als im ersten Gang fahren. Platzt. Nicht schlimm. Nazi, hast du ein Reparaturkit? Ich markiere dir mal den IS-3 auf der Karte mit meinem Ping. Kannst den da markieren, bitte. Jawohl, okay. Oh. Das ist der T-34. Nach rechts. Rechts lang, ja? Dann zeigen wir denen aber unser Heck. Wir sind aber schon so weit unten, dass wir uns nicht mehr sehen können. Okay. Zumindest sollte es so sein. Naja, Anja, in-game musst du hier mit dem Spiel auch die ganze Zeit drehen. Der bei uns im Tank sitzt, der
Er redet auch mit uns. Tiger 1 an der Straße nach Kursk angefahren, okay. Okay, hier mal kurz halten. Lazi, kannst du reparieren? Hast du das Kit? Lazi? Weil ich glaube, der hat mich gerade. Meinst du mich? Ja, Lassi, sorry. Lassi, hast du den Berg? Das ist Maxi genannt, ja klar, hab ich eins. Perfekt. Ja, das heißt Nasty. English Skills on point. Das war's. Da haben sie uns getroffen. Okay, warte. Yeah, du bist auch okay, tot, ne? Ich fordere mal was an. Wo soll ich hin? Mitte, links, rechts? Mitte. Warum nimmt sich eigentlich ein Zweierteam jetzt den Tiger? Das verstehe ich nicht. So. Aber wir können den Panther nehmen. Okay. Wo ist denn der Panther? Ach, er hat ihn uns jetzt links hingesetzt, weil es in der Mitte nicht geht. Also muss ich mich wieder versetzen. Ja, das ist ein bisschen blöd. Na gut. Jetzt muss ich 17, 18 Sekunden dafür warten. Moin, war aber gut, ist mal moin. Das hat den Spaß. Ja, also, ich muss sagen, an Panzerfahren macht mir schon echt Spaß. Vor allen Dingen, ich mache echt alles im Panzer gerne. Ich fahre gerne, ich schieße gerne, ich bin auch der gerne spottet und so. Ich finde es voll witzig, da zu dritt halt so ein Teil zu steuern. So, ganz links, ja? Ja, ganz links. Ah ja. Gut, wir werden mal mehr in Richtung Oleks Haus fahren, weil der IS-2 noch im linken HQ steht und der für unseren Panther halt schon eine ziemliche Bedrohung ist. Sitze drin? Alle da? Ja. Vorwärts. Noch Motor anschalten. Naja, ich starte den Motor gerade. So wie eben gerade fahren, sagst du, ja? John? Jojo, PE. Okay, anderer Plan, ich mach mal einen Marker. Schütze auf meinem Marker, Tankmarker. Das ist Alien 6. Ist Angriff für unseren Panzer. Das heißt, bitte AP warten. Sail away! Na, diesmal ja was anderes wieder. Diesmal müsste ja wieder ein anderes Lied hören. Hoffentlich. Gucken wir mal. Ja, das ist, glaube ich, Yanks or March oder was auch immer. Okidoki. So, ich bleib mal voll auf dem Gas. Ja, sieht gut aus. Ja, klappt gut. Nein, wir sind halt auch so langsam, hier gibt's ja halt auch kaum Trägheitskräfte oder so, die uns wirklich beeinflussen. Guck mal, hier fahren ja immerhin satte 24 km/h. 26, oh. John. 27. Was echt? 40. Auf der Straße vielleicht, aber nicht im Gelände. Ja. Ich glaube, der schnellste müsste der britische Komet sein. Der fährt, glaube ich, 65 oder so auf der Straße. Eventuell könnte der IS immer noch bei meinem Ping sein, ne? Also, hier halten. Ja, der IS soll dann nicht so. Wenn wir auf der Höhe der Mühle sind, dann kann das auch sehen. Ja, sag mir an, wenn ich fahren soll. Okay, der Panzer vor uns ist ausgeschaltet, wir können weiter geradeaus fahren. Na dann! Ja, aber nicht so schnell.
Außerdem nach dem Grab bitte rechts aufs Feld. Ich hätte gesagt, wir stellen uns hier so in die Ecke. Okay. Schütze. Dann schwenke ich jetzt ein. Soll ich übers Feld fahren? Da haben wir auch noch einen guten Überblick. Okay, ja, fahren wir geradeaus. Na dann. Es wird ziemlich offen. Wir müssen halt nur aufpassen, wenn nordwestlich bei D1 wir wieder hier spawnen, wo ich gepinkt habe, dann müssen wir ein Auge drauf halten, weil der Panzer spawnt von dem genau da, wo ich gerade gepinkt habe. Okay. Und halt. Leg schon mal den Rückwärtsgang ein. Ja, also Infanterie. Oh Mann, hier kann ich nicht Shift drücken und noch ein bisschen weiter gucken. Hier geht's nicht. Moin, Gorn. Sail away. Hast du das gesetzt? Den Marker? Ja, der Attack Marker ist drin. Okay, mal 90 Grad mal nach rechts drehen, wir gehen mal zum Onyx raus. Ich jetzt? Rechts. Ja. Und versuch so zu fahren, dass wir unter dem Hügel landen, also jetzt ein bisschen nach rechts schwenken. Ja, mach ich. Dass wir quasi unterhalb der Sicht, also der Hügel sind. Also. Ja, ja. Das ist etwas spot. Jetzt zum Buchmacher zu fahren, den A5, A6, da kann man nämlich beim Kühlgerät echt gut dann einfach drüber schauen. Das ist witzig. Also keine Ahnung, ich kann nicht mal Friends sagen wieso, aber es macht voll Spaß. Das ist so ein bisschen das, was ich mir auch mal im Battlefield gewünscht hatte. Dass halt auch mal nochmal Sinn macht und halt, ne, dass mal so zu dritt, zu viert mal irgendwie so ein Gerät halt irgendwie steuerst und so eine Einheit irgendwie bildest. Soll ich jetzt links, ja, John? Bisschen links halt, ja. Hier ist ein Weg, soll ich den fahren? Nee, schon noch da durch den Schatten. Oh, wir kriegen den Türschuss, aber die können ja, sind die Raketen runterkommen. Jo. Jetzt, rechts lang? Was ist mit den Raketen? Soll ich jetzt das lieber anhaben? Nee, die machen nichts. Weiterfahren. Wenn der so langsam abkackt, einfach überschalten. Nach links ausrichten, ich glaube, da kommt schon weiter. Na, warte, jetzt habe ich ihn wieder. 10 Grad, halt. Das kann er auch schießen! Ja, du hast ja die Aufnahme durch den Graben. Ich kann es sogar bewegen! Soll ich anfahren? Nee, bleib stehen. Finger in der Hand. Der Ton knackst auch, aber das liegt nicht am Stream direkt Anti-Cheat, sondern das liegt an dem Mikrofon und am Spiel selber. Da kann ich nichts machen. Das ist halt Johnny John. Primär knackt es im Spiel tatsächlich. Ja, genau, das geht dann halt übers Spiel. Wenn John über Discord redest, wäre das okay, das liegt ein bisschen am Spiel. Okay. Stell dir einfach vor, es ist der Zweite Weltkrieg, da dürfen die Mikrofone halt auch schon mal ein bisschen, ne? Ja. Hopper meinte auch, dass die Qualität scheiße war. Sieht clear aus, oder hier? Das sieht doch nicht mehr. Oh. AE 352 in den Graben. Da kommen sie. Oh, die Russen mit der Picke Schaden. Genau, da. Perfekt. Das glaube ich ja noch frei geflogen. Da ist der Durchgang, da werde ich gleich einfach noch rauskommen.
Nice! Gib ihm! Okay, also Team, wir fallen dann rückwärts. Team, du musst einen Rückwärtsgang einlegen. Du musst mich dann, du musst mich anleiten, John. Ich sehe rückwärts nichts. Bisschen links, so? Anderes links. Ja, das ist das richtige links. Noch weiter. Genau, jetzt einfach straight rückwärts. Dann kommen wir nämlich irgendwann erhöht raus. Weiterfahren? Ja, einfach weiter. Dann ein bisschen links noch. Ja, genau. Und? Immer weiter. Noch weiter, okay. Wir fahren jetzt quasi rückwärts den Hügel hoch. Das Problem ist, wir haben rechts von uns halt keine Hügel, die höher sind als das vor uns. Also müssen wir die hinter uns nehmen. Ich habe eigentlich eine ganz gute Sicht auf meine Gräben. Dann halte ich. Und halt. Ja, auf Pink kommt was durch die Gräben. Naja, ich versuche schon relativ konzentriert zu schießen. Panzer 4, nee, Panzer. Was ist denn der Panther? Was ist denn der Panther? Wir fahren den Panther. Warte mal, ist Panzer 6 der Tiger und Panzer 7 der Panther? Ich meine. Nee, warte mal, der Panzer 5 ist doch der Tiger und der Panzer 6 ist der Panther. Der Tiger war vor dem Panther, also der müsste Panzer. Panzer ist ja direkt vor uns sein, Scott Leader. Mein Ping auf dem Flugzeug. Sollen wir bis zur Hügelkette weiter voranfahren oder was sieht's aus? Du dürftest gleich auftauchen in der Lad AP. Hab schon. Kannst du problemlos schießen oder spinnt das Visier rum? Weil manchmal liegt das Visier, wenn man schräg lagert. Nee, ist okay. Alles klar, damit die MG weiter. Boah! Shit. Es war ein IS von Leroy weiter links. Scheiße. Ich hab noch die Kugel anfliegen sehen. Wutz! Weg! Da kam eben drüber. Wie geil. Wohin? Moment. Mitte links, Schock. Rechts? Moment. Boah, wie das aussah, wie das Projektil auf uns zugeflogen ist. Super fix, aber das hast du noch genau gesehen. Wutz! Bam! Und dann war aus. Also, wohin? Moment, ich muss den Panzer anfangen. Wir wollen gerade von den IS-2 weggefahren. Achso, okay. Ach, der andere ist jetzt raus, ne? Wir sind jetzt zu drücken. Ja, jetzt nehmen wir einen anderen, okay. Okay, wir müssen kurz 30 Sekunden warten, dann kriegen wir rechts einen Tiger. Rechts spawnen, sagst du, ja? Verstanden. Genau. Okay. Zumindest laut Command. Ja, nee, ach, das Problem ist halt, der Panther. Eigentlich sollten Geschosse, die frontal beim Panther draufklatschen, ihn teilweise, je nachdem welche Entfernung, sollten die eigentlich einfach abprallen, aber da der Panther hier ziemlich genervt wurde, ich glaube, warten. Ist das ein bisschen unrealistisch. Ja, das sah auf jeden Fall mega geil aus. Panther ist der 5, Panther ist der Panzer 5, Tiger ist der 6. Okay, na, siehst du, dann haben wir wieder was. Da ist der Tiger. Aber warte, der Panzer 4 ist doch immer auf der Panzer 4, aber der Tiger war doch direkt. Oder schießen? Egal. Ist mir eigentlich egal. Ich mach beides gerne, wie du willst. Falscher. Mir ist es auch total egal. Achso. Na, dann würde ich schießen, weil ich gerade zweimal gefahren bin. Alles klar. Gut, wenn du schießt, musst du quasi.
voll mit der Fläche vom Dreieck. Mit der Fläche vom Dreieck, wenn man so möchte, zielen. Also die Mitte vom Dreieck ist die Mitte des Visiers, sagst du? Wenn man so möchte. Zumindest war das, als ich das letzte Mal gespielt habe, so. Nicht, das nicht die obere Ecke? Dachte ich auch, aber das hat jemand gesagt, das wäre anders. Am besten testest du es einfach. Such dir irgendein Ziel. Ich frag ihn einfach mal. Vielleicht war es erster, der mit uns mitfährt. Ja. Naja. Ist die obere Ecke vom Dreieck das Zielkreuz oder ist es die Mitte vom Dreieck, die Fläche? Ich bin mir relativ sicher, es müsste eigentlich das obere Ende von drei. Ich versuch's mal. Ja, ich mir eigentlich auch, aber... Also ganz, das... Ich, okay, Achmann. Wir fahren auf den schlammigen Hügel. Vielleicht ist es schon eine Kuhle erstmal. Ich lad erstmal AP. Alles klar. Wurde ein Tiger mit einem Schuss zerlegt? Ich fahre im vierten, wenn du es gerne langsamer nein, wir waren in einem Panther. Erstmal Nomac. Und auch ein Tiger kann mit einem Schuss zerlegt werden. Ab einer gewissen Distanz und sowas ist es kein Problem. Oh. Das war nur ein Schlag. Selbst der T-34 mit der nicht großen Kanone, der kann das, ich glaube, was war's? Ab 600 Meter oder ab 450 Meter kann er auch die Panzerung durchschlagen. Selbst die Frontpanzerung. Ich meine, das werden sie hier ein bisschen anders skaliert haben, ist mir auch klar, sonst glaube ich, würde das nicht so unbedingt. Glaube ich. Ich sehe irgendwie Schüsse auf Anis von uns. Nee. Okay, wir haben noch einen eigentlichen Punkt direkt abhängen. Und wir haben den IS-Panzer auf den Schickenpanzer und den Wurstpanzer. Du bist sehr leid, John. Der Motor ist hardcore laut, ich verstehe so gut wie nichts. Richtung Munitionsart spielen ja auch eine Rolle. Genau, genau. Deswegen das Mahlzeitensystem, ne, deswegen hast du dich ja meistens eigentlich mal so leicht schräg gestellt, weil mit der Anstrengung der Panzerung erweiterst du halt auch wiederum ne, die effektive Panzerung. Und so. Ich kann nicht tiefer zielen, ich komme nicht runter mit dem Visier. Er zielt auf uns. Treffer. Noch ein zweiter Tank dahinter. T-34 hinter der noch. Der wird angefangen. Ich kann gleich reparieren. Schieb wir safe. Warte, kurz anhalten. Wir stehen safe. Kannst du reparieren? Steig aus. Perfekt. Ich steig auch mal kurz aus. Ich schaue dir nochmal auf der Nähe. Ein Treffer hat er auf jeden Fall. Ja. Die Kette soll am Arsch. Infanterie rechts hat mich getötet. Steig ein, John, steig ein! Nein, ich hab's erwischt. Okay, du musst mal rückwärts fahren. Wir haben auch keine Garni bei schlammige Kuhle. Nee, aber wir haben, schau mal, wir können in Box 9 fahren. Soll ich rückwärts fahren, ja? Einfach ja, rückwärts. Nein, nein. Ich fahr ein bisschen rückwärts. Oder wir nehmen den Truck aus dem hinteren Akku. Schneller. So. Dann so. Dann wechseln wir mal. Ich glaube F1. Moin Relic. So. Jetzt muss ich natürlich erstmal gucken, wo hier alles ist, ne? Ich fahre hier total blind. Bisschen nach links. Ach, du siehst mich schon, oder was? Auf der Karte, ja.
So links oder jetzt wieder ein anderes links? Anderes links. Am besten bleibst du jetzt stehen. Ja, unser zweiter Panzer ist so weg, ne? Ja, kann ich hier hochzielen. Ja, das ist ja streng genommen, da ist noch eine Flak verbaut, wenn ich es richtig weiß, oder? Die 8-8 ist oder ursprünglich eine Flak, aber das ist eine modifizierte Variante. Stimmt. Ja. Das ist nicht 1:1 die Flak-Kanone. Wie lange braucht ihr noch, bis ihr hier seid? Flakstellung. Ich? Was passiert? Okay. Wir werden weggerotzt, weil dir ist Infanterie. Abi. Du musst noch weiter zurück. Nein, aber noch einer. Du musst weiter zurück. Da ist Infanterie. Ich schwenk mal den Turm. Weißt du was? Wir nehmen jetzt. Spielpanzer. Genau. Ja, aber dann kommt er doch nicht bei mir rein, oder was? Doch, wir steigen einfach aus und springen dann um. Bevor er überfahren wird, dann auf die Arschlöcher. Okay. Da ist bestimmt ein Wicken-Team. Wo ist denn der? Könnt ihr mir das sagen? Irgendwo im Haus nicht. Bei der Flakstellung. Hinter dem muss er irgendwo sein. Also in der Flakstellung, der hat ihn, glaube ich, entweder erschossen oder überfahren. Dann muss er irgendwo hinter dem oder auf dem Feld. Aber am besten nicht aussteigen. Nee, ich steig auch nicht aus. Keine Sorge. Ja, da wollte man einmal schauen, was der C4 da ist, beziehungsweise die ES2 macht und schon wird man irgendwelchen Infanteristen. Jetzt habe ich die Kiste gleich einmal komplett gedreht, den Turm, aber ich sehe hier nicht. Ja, ich kann ein schönes Foto machen, dann werden die mir aufgeklärt im Spiel. Jetzt ist ja noch ein Engie hingefahren. Ja, das ist das Mahlzeitensystem geworden, das habe ich gerade schon erwähnt. Nee, ist ein Anti-Tank. Was auch immer er da mit dem AT, mit dem Supply-Truck. Ah, mal weg. Ja, also ich sehe nichts. Ich kann mich mal auf den Spotter, auf die Spotter-Pose setzen. So, das sind wir. Ne? Guck mal, da ist ein Feind. Der ist hinter mir echt noch mit dabei. Ich sehe den, der ist ein Infanterist, der steht hinter mir einfach so rum. Ich versuch's mal. Nee, ja, er meint, er läuft hinter ihm einfach irgendwo rum. Hinter mir links. Ich hab ihn markiert. Der ist ziemlich offen auf dem Feld. Ungefähr 30 Meter hinter mir links. Wo ist er hin? Siehst du noch? Ah, das ist halt hier. Sehen. Direkt vor uns, Ben. Vor. Wieder rein. Lieber. Da ist irgendwas weggeflogen, das könnte er gewesen sein. Perfekt. Und jetzt du zuerst an den Tiger ran und dann steig ich auf. Soll ich den Panther dann, den Puma dann hochjagen, oder? Bleib mal hier stehen, dann hast du ein bisschen Blick. Komm ich wieder was hervor. Ist es kein Problem, dass wir jetzt den eigentlich dann wasten dafür, dass er jetzt in der Gegend rumsteht? Nee. Ach, den hätte eh keiner benutzt. Okay, alles klar. Ja, es ist Griech. Da gibt's manchmal ungewöhnliche Maßnahmen. Okay, ich hab verstanden. Ich würde übrigens sagen, John, das obere Ende vom Dreieck ist es. Ich habe mit dem oberen Ende. Was? Ich habe mit dem oberen Ende geballert und getroffen. Okay, steig ein. Nach links fahren, nämlich ist bei dem Punkt da frei.
Okay, weiter geht's. Willkommen zurück. Wir sind auch noch in die Kühle. Das heißt, hier kommt 20 Meter Zeit. Wenn ich jetzt eine AP-Granate geladen habe, John, und ich will umsteigen, muss ich die leer schießen oder kann ich die aus... Ich muss die rausschießen. Ne? Okay. Oder schieß erstmal nicht raus. Du hast der Commander. Aus der Szene. Ja, nee, alles... Nee, nur... Okay, kurz anhalten. Die sind jetzt hier irgendwo, das passiert ist hier irgendwo. Jag doch mal eine HI ins Haus hier. Ja, da ist aber... Ja. Direkt ist hier vor uns, ja? Ja, einfach mal in jedes Fenster rein. Okay, ich glaube, ich habe da durchgeballert. Ah, von rechts kommen die. Die haben da irgendwo einen Spawn, aber da können wir jetzt großartig nichts tun. Ich drehe mal die Wanne ein bisschen nach rechts. Also, ich würde so sagen, wenn die keine Anti-Tank-Sachen haben, dann scheiß mir mal auf die und fahren Richtung Verzögerung. Okay, dann lade ich jetzt wieder AP. Rechts, Infanterist dran. Rechts, Infanterist, hab ihn. Dass da kein Envy vorbeikommt. Ne? Hier links im Graben auf 200. Der Graben direkt vor uns? Der Graben direkt vor uns, 250 Meter weit. Ja, jetzt rechts auf 250 im Graben. Ja, mach es. Da fährt ein Fahrzeug selbe Richtung an, die das von uns. Unser 90 Grad Drehung und rechts. Und dann weg. Kommt weg hier. Gerade aus. AP laden, wir haben auf meinem. Ist geladen. Alles klar, vorne jetzt. Wie kann ich das MG nachladen? Einfach leer schießen, sagst du. Leer schießen. Also ich meine, das ist leer schießen. Das ist ein Gurtsystem. Du kannst das hier nicht wie. Ist auch blöd, dass man es noch nicht im Panzer, also im Munitionstyp, wechseln kann. Weiter hoch. Bisschen nach links fahren. Stickes hat vorausgeschossen, 12 Uhr. Ich sehe gar nichts. Siehst du irgendwas, John? Nee, ich sehe nichts. Die melden aber auch nichts, weil die nicht reden. Das ärgert mich. Vor uns explodiert aber auch mal wieder was. Links vom gelben Haus. Ich hab Mündungsfeuer gesehen hinterm gelben Haus. Ich hab ein bisschen Angst mit der Infanterie hinter uns. Da kommt Fleiß. Das ist unserer. Ja, das ist also rechts von uns kommen gerade unsere runter. Naja. Zynisch. Okay, ist nicht. Grafikfehler. Oh. Ja. Ich hier glaube, auf Ping, das war gerade. Ja. Das war gerade ein Tank. Fahr ein bisschen rechts, sodass wir am gelben Haus vorbei die Straße sehen können. Oh, da kommen wir aufs Feind zum Haus. Man kann das hier auch rechts am Kartenrand, da wo die Supplies gerade runterkommen, platzieren. Ja, würde ich sagen. Okay, dann fahre ich hier rechts um das Haus aber rum. Außen lang.
Okay. Ich guck dann so nach lang nach links, ne? Ja. Ja, da haben wir auch ein bisschen Infanterie im Rücken, das ist ganz gut. Das ist hart. Da vorne eigentlich aber auch wieder den Hügel. Ja, ja, genau, aber am harten Rand. Genau. Ja, es soll ein Ziel geben, dass hier gar nicht so viel Spaß ist, aber die Leute reden halt auch nicht. Ich weiß nicht, wo genau wir jetzt fahren sollen. Ja, ja, auch schon okay. Enemy Tank in H4. Ja. Enemy Tank in H4, schreibt der Chat. Also gleich das Spiel geht. Zwei Vorfahrt ist das Zeug entsprechend beschränkt. Links ist safe aus unserer Infanterie. Ja, danke, Mr. One. Freut mich. Willkommen. Auch selbst nach so langer Zeit noch. Noch ein bisschen. Ja, ich fahr bloß langsamer, damit wir da nicht so hoch geprescht kommen. Ja. Oh, halt, stopp! Der trifft auch immer genau. Ja, ja, wir sind gut auf. Also, hier sind wir jetzt. Ich hab den nicht mal gesehen. Ich konnte den nicht sehen. Ich finde auch deren Definition von mittlerem Panzer cool. Das ist ein IL. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das kein mittlerer Panzer ist. Also, den IS, den ich kenne, der ist es auf jeden Fall nicht. Also, ich. 1 und 2. Turm nach Westen. Westen. Ich dreh schon. Am besten einrennen wollen. Ja, wir haben halt rechts uns auf den nächsten Schock. Da ist noch ein Turm auf 278 Grad, Anti-Tank. 287. Du bist halt in Berlin gesehen. MG. Weiter rechts, 287. Okay. Ja, da steht ein IS vorne. Da steht ein IS, der guckt genau hierher. Von dem haben wir gerade eine schöne Packung bekommen. Also, klickt er nicht. Das könnte gerade so gehen. Ich meine, eine können wir uns ja geben lassen im Zweifelsfall. AP ist geladen. Okay. Aber dreh am besten mit dem Rückwärtsgang. Wenn wir jetzt frontal fahren, könnte es sein, dass er uns sieht. Ah, ja, Orte von Lebensraum. Ah, ja. Willst du jetzt hier wieder rechts rausdrehen oder was ist der Plan? Weiter links. Ich würde sagen, wir fahren hier runter aufs Feld. Schauen dann versetzt, dass wir den Wind sehen. Also jetzt mal. Ich würde schon ganz gerne manchmal so ein bisschen auch mal ein bisschen von oben raufschauen können oder so. Oh, kurz halt. Geradeaus, Feind Infanterie. Das Smoke.
Wo noch, John? Wechsel mal auf. Ich bin schon auf HE. Okay, das war weiter. Die haben gerade Wechsel noch so viel, ja. Boah! Hier im Haus? Da drauf wollt ihr. Direkt da drauf. Ich hab einen Außenposten. Ich hab einen Außenposten zerstört. Noch eine. Schau mal, ich schieß mal da oben gegen die Mauer. Gegen das Mauer. Was gibt's da? Das ist einer der. Ah, okay, er ist schon da. Ich dreh den Turm nach rechts. Okay, gut. Jetzt nach rechts drehen, wir fahren mal über die Bügel. AP rein. Ich lade noch die falsche Granate. Gib mir kurz eine Sekunde, ich muss noch die andere Granate laden. AP wird geladen. Okay, perfekt. Langsam im ersten Gang. Okay. Halt erstmal. Zweifel ist einfach nichts machen. 325 ausrichten. Lade nicht drehen. Nur der Turm. 325, John, ja? Okay, 1734 zerstört der Stein. Weiter vorfahren. Okay, ich drehe den Turm wieder zurück. Weiter? Ich sehe gut. Ich sehe von hier aus ziemlich gut. Tank, 11 Uhr ungefähr 300 Meter. 340 Grad. Hinterm Haus. Alles klar, Feuer frei. Ist hinter dem gelben Haus. 343 Grad. Da? Rechts daneben. Noch ein, genau das ist es. Okay, das sind 760 Meter. 760. Gut, da das im Auge behalten. Hast du irgendwie eine freie Sicht? Siehst du das genug, um drauf zu schießen? Oder? Ich sehe ihn nicht, der muss irgendwo dahinter sein. Es war aber relativ schnell. Es könnte auch irgendwie nur ein LKW gewesen sein oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hab's nur ganz kurz gesehen. Oh, warte. Rechts jetzt schießen. Ist aber die Pack, glaube ich. Ja, stimmt, du hast recht. Nee, erstmal nichts mehr. Okay, wir haben in uns verwundeten Tiger stehen. Und links bei den Mühlen steht noch ein Panther. Das ist ein zerstörter Tank. Okay. Passiert wieder nichts mit drei Tanks. Okay, wir fahren hier weg, links den Hügel runter
und dann Richtung Verzögerung. Okay, ich glaub, bleib mit dem Turm bei 12 Uhr. Also mittig ausgerichtet. Ich sag mal, ich erinnere mich daran, dass wenn wir nicht fahren, dass der Ladeschütze, glaube ich, auch noch mit einer Kurbel mithelfen konnte beim Turm drehen. Dann geht das schneller. Das wäre toll. Zumindest wenn wir uns nicht bewegen. Nee, wir wollen gerade markiert. Wo sind die feindlichen Panzer? Das war vorhin so ein super schickes Bild. Die da rückwärts gefahren sind, dann geschossen wurde. Putz, das sah toll aus. Infanterie Richtung 359. Außenposten zerstört. Sehr schön. Noch mehr Infanterie 359. Wieder einen Außenposten erwischt. Was bedeutet das? Sind das die Dinge, die man aufstellt, ne? Das sind die, die der hier. Das, was du mal vorhin gemacht hast. Genau. Okay. Das sind quasi ein Spawnpoints. Wenn die rausgenommen werden, ist gut. Oh. Sehe nicht mehr. Außen, AP wird geladen. Halt. Halt auf. AP ist gelandet, ist zerlegt. Ich bin direkt gesprengt. AP erst mal drin. Noch. Ich glaube, da stünde der, aber keine Ahnung. Infanterie 25 Grad, ungefähr 600, 700 Meter. In den Gräben. Läuft jetzt wieder 25 Grad. Hab ihn getroffen. Echt keine Ahnung, wo hier die Map aufhört und anfängt. Also, ich weiß einfach nicht, wo die herkommen können und wo nicht. Ich habe da auch schon ein bisschen Überblick verloren. Das ist aber auch geil, dass es so groß ist wiederum, dass ich das Gefühl habe... Unser Tiger ist geplatzt. Ich weiß nicht, von... Unser Tiger links neben uns ist gerade gesprengt worden. Oder geplatzt auf jeden Fall. Nach links drehen, links ist HQ, meinte der Typ. Nichts.
Okay, weiter links. Ich fahre links. Ich meine, der linke HQ oder so links. Da würde wohl irgendwo ein IS-2 stehen. Aber ich habe keinen Sichtkontakt gerade. Die AP ist noch drin, oder? Ja. Okay, also da hinten soll das irgendwo sein, oder? Ich leide gerade am Blindheit. Ich sehe ihn, 321 Grad. Ah, ja, er fährt. Abgeprallt. Treffer. Ja, richtig. Warte. Jetzt. Noch ein Treffer. Abpraller. Soll ich tiefer oder höher? Ah, versuch mal. Bitte. Ja, Mann! Tank down. Yes, sorry. Boah, voll ultra geil! Alter, meine Pumpe ist gerade auch ein bisschen gegangen. Ja, Mann, das ist voll toll, wenn du siehst, der fängt an, auf dich einzuschießen, trifft vor dir den Boden, zieht weiter hoch, trifft ihn in den Boden. Das ist okay, du musst ihn treffen. Voll toll. Okay, wieder ein bisschen nach rechts drehen. Also nicht nach rechts auf. Infanterie, 37 Grad. Werden wir getroffen? Ja, hinter uns ist irgendwo ein Anti-Tank und ein Tank-Tank. Ich sehe dich drehen. Der ist tot. Okay, bevor wir uns jetzt die Ketten zerschießen, wir fahren mal nach links weiter. Also in die Richtung. Moin vor Ort, moin. Mega nice. Das ist so ein geiles Gefühl, ganz ehrlich. Oder als der erste Schuss erstmal abgeprallt ist, weil er den Himmel weg ist. Ja, genau, wenn er siehst, wie die Kugel dann aufprallt und sie ist Boots weg und der schießt weiter. Ich so, nein. Soweit. Ist down. Puh. Dann weiter vorfahren. Oh, halt, ich war Panzer, stopp. Ich sehe noch nicht von wo. Rechts wahrscheinlich. Ja. Soll ich drehen? 245 Grad. 245. T34, halt. Warte. Ich sehe ihn. Treffer, versenkt. Und da links davon ist noch ein Truck, schau. Warte, ich kann ihn nicht markieren. 343. Auch kaputt. Nice. Schießt aber noch was auf uns. Schwenkt nach links. Hier, das unten ist, das hat uns gerade Infanterie nochmal geblieben. Das ist echt. Ich hab ihn, ich seh ihn. 321. Ja. Ah, das ist wieder zu hoch. Jetzt ist 321. Oh. Nur die Ketten. Hab ihn auch getroffen. Höher? Muss ich höher? Niedriger? Nee, passt. Ich seh's gar nicht. Er wird bei mir nicht mehr dargestellt. Treffer. Er schwenkt nach links. Bisschen weiter links. Da ist, glaube ich, noch ein zweiter Tank daneben, oder? Oh, da, ja. Der Motor, so viel Motor zum Treffen. Ja, eine Sache haben wir rausgeklaut, ich weiß nicht was. Warte. Ich sehe es nicht, zu viel Qualm, ich sehe nichts. Ja, Moment. Okay, wir haben T34 rausgenommen. Ich sehe nur einen Wrack, kein Panzer. Dann ist einer hinter das Haus gefahren. Genau. Da ist jetzt der IS. Ich muss schauen, was das ist. Die werden bei dem Licht.
dargestellt. Die GS1 ist bei mir auf einmal verschwunden. Infanterie close, close, also näher dran, ungefähr 150 Meter, ja. 319. Ja, vor uns in den Gräben. Anhalten, das ist bei uns. Warte. Hier rechts von uns muss ein Spawn sein, auf 10 Grad, da ist gerade einer aufgetaucht. Direkt, ja. Direkt rechts hier bei diesem Holzstapel, ein bisschen weiter links noch, da stand er auf einmal auf dem Feld. Soll ich da hinschauen? Ich will den IS nicht außer Augen lassen. Ja. Der IS ist jetzt auf der anderen Seite vom Haus, aber wir haben keinen Sichtkontakt, ist das gut. Wenn wir ein bisschen nach links fahren... Ja, wenn wir querfahren, ist halt auch gefährlich. Ja, also nicht zu quer, noch geht's. Der ist ja noch nicht rausgefahren. Die Seite halt nicht falsch. Also kommen wir halt auch nicht an den Gräben vorbei, ne? Ja, schau mal, dass du vielleicht einen Schritt rüberfahren kannst. Jetzt verliere ich langsam die Übersicht. Ja, alles gut, ich weiß auch nicht. Ich nehme mal ein bisschen Anlauf. Irgendwie wollte er gerade nicht hochschalten. Ja, die Kette ist kaputt, deshalb. Achso, Unser Glück ist, wir können halt auch nicht aussteigen, weil überall weiter verbunden ist. Naja. Unser Glück ist es, dass wir das haben, wenn wir das machen. Das war unser Boden. Was ist das? 20 mm Antitankgewehr. Eigentlich Kinkerlitz. Wir müssten halt mal. Wir können auch mal umdrehen, ein Stück zurückfahren und uns heilen. Ja, das Problem ist, umdrehen ist nicht, weil der IS uns hat. Okay. Was? Hinter rechts. Ja, zum Graben, da kann uns da rein. Halten. Ja, das brauchen wir. Scheiße, getroffen. Vor uns Infanterie. IS, ich seh ihn. Ja. Treff. Nee, da drüber. Nee. Schau mal, dass du vielleicht die Motor hinkriegst. Treffer, oder? Hab ich höher. Getroffen? Nee, höher. Das ging unter die Kette. Oh, er dreht. Ich schieß drüber, John. Ich schieß nicht drunter. Oder ist da was dazwischen, was nicht dargestellt wird? Das war's. Shit. Aber du hast ja... Ah, ich glaube, da war was, was nicht dargestellt wurde. Also bei mir sah es echt so aus, als habe ich leicht drüber geschossen, nicht drunter geschossen. Moment. Eieiei, aber das ist ein Gefühl, sag ich euch. Das ist schon echt geil. Wo sollen wir hin? John? Moment. Wo spawnen wir? Links vorn. Bei dem Tiger schon das andere Panzerfahrzeug. Unsere bisherige Bilanz: 32 Infanterieabschüsse, 5 Fahrzeugabschüsse. Nice! Das war, wenn ich mich richtig erinnere, das waren 2 T-34. Also ein IS auf jeden Fall, genau. Ein T-34 auf jeden Fall. Ich habe, glaube ich, 2 T-34. Ich habe ein, 2 LKW noch weggeballert. Ja, stimmt, ein LKW und noch irgendwas. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ein bisschen was los gewesen sein. Schade, dass sie den letzten IS nicht erwischt haben. Ja, aber da war irgendein Gebäude dazwischen. Das hatte, die Texturen, die da aufgeploppt sind, als du getroffen hast, waren Erztexturen. Mhm. Da war irgendwas dazwischen. Vermutlich hat nur die Schnauze rausgeschaut. Ich habe ihn komplett gesehen. Der stand quer zu uns. Und als ich das erste Mal draufgeschossen habe, sah es für mich echt so aus, als hätte ich nur einen Hauch drüber geballert. Als ich niedriger gehalten habe, war ich mir nicht sicher, ob ich nicht sogar getroffen habe. Ich glaube, ich habe zwischendurch seinen Turm getroffen. Gut, Mann. Ich würde sagen, wir fahren zum Luftwaffe. Dann fahre ich aber erstmal Straße bis dahin, ja. Ja.
Oder eine Möglichkeit ist, dass uns jemand eine Satchel dran gepackt hat, was bei der Infanterie auch nicht gerade. Also der hat, der IS hat auf uns, hat auf jeden Fall auf uns gezielt am Ende. Der hat ja auch schon auf uns geballert. Das, der kann es durchaus gewesen, aber dass der uns da mit einem. Ich meine, wir waren ja irgendwie schon beschädigt, ne? Keine Ahnung. Ja, was. Aber wir waren hinten und nicht frontal beschädigt. Achso. Also die Frontpanzerung war noch intakt. Wo sehe ich denn das mit der Frontpanzerung? Ich glaube das erste Ding, wenn es ums Schaden geht. Okay. Das erste Ding ist quasi die Hülle an sich. Das zweite ist der Turm und der Rest ist ja selbsterklärend. Ja, oder vielleicht weil der Damage am Motor schon zu groß war. Keine Ahnung. Kann auch jetzt verschiedene Fälle. Aber mit etwas Glück nimmt Baker Jig vorne im Angriff auch gleich. Ah, da, okay, dann mal. Das ist echt, wenn du den triffst und das Ding dann hochgeht, das ist echt so ein Hochgefühl, das ist unglaublich. Oh. Das hat echt ordentlich was, hm? Die beste Runde, die ich mal hatte, das waren, ich glaube, 11 Panzer ohne zu sterben. Das war auch Foy als Amerikaner im Firefly. Im 76er. Die lange Kanone. Wie du meintest, genau, das ist super geil, das Gefühl. Du cruist da umher, die treffen dich nicht oder es prallt ab, du ballerst die weg, dann nächster Panzer und nochmal der nächste. Wo können die denn schon sein? Ja, einfach weg. Hier wollt das. Scheiße. Das war dann der IS. Hier. Scheiße. Ja, das war schnell gefunden, ey. Das war der IS. Ja, das ist halt blöd, dass sie den Panther damals genervt haben. Okay. Moment. Links, Mitte, rechts. Den Panther in der Mitte jetzt? Panzer. Transportecke. Moment, wir müssen kurz. Moin, Linson. Moin, moin. Ja, allzu lange wird es wahrscheinlich nicht mehr gehen. Ich meine, um 18 Uhr geht es ja auch schon weiter. Wir haben 17:25 Uhr. Das ist echt, hat alles, ja. Ja, aber gegen den IS brauchen wir mit dem links, Panther gar nicht antreten. Links. Wir haben T-Shirt links. Ah ja, so. Heiler. Welcher Map fahren? Welcher Straße? Ja. Ja. Map-Run. Das war von rechts, das heißt. Ja, ja. Aber ich schätze mal, wir werden es auf jeden Fall auch nochmal spielen. Ihr müsst mich dann bloß ein bisschen über die Gräben nutzen. Jo. Als allererstes, es geht hier rüber. Das erste große Grab, das die ganze Straße gemacht. Ich glaube, da können wir wieder fahren. Naja, das passt schon. Das war echt toll. Das war echt, echt toll. Ja, mal schauen, ich hätte die Woche noch mal Zeit für Edit. So ist es nicht. Ja, der Plan für die Woche ist schon halbwegs durch, aber ja, wir müssen mal gucken. Linus sitzt mir halt auch im Nacken, der ist auch schon wieder im Chat, der will halt auch noch mitmachen. Aber um 14 Uhr wird es da irgendwie ein bisschen schwer. Müssen wir vielleicht irgendwas Richtung Wochenende mal gucken. Ich hab einen Marker. 770 Meter, das ist nicht so weit. Ich sehe aber nur so 400 Meter weit, 300 Meter bis zur nächsten Kante. So, wir sind jetzt halt relativ weit oben gleich.
Wir können ja gucken, dass wir hier wirklich ganz links am Kartenrand durchkommen. Da ist gerade was explodiert. Irgendwas eingeschlagen. Ja, ich habe das Problem, es rendert bei mir manchmal einfach das Ding. 17, Richtung 17 Grad ungefähr. Da ist ein paar Mal gerade was explodiert. Aber Erde, also jetzt kein. Weiß ich nicht. Ich hab's gerade kurz gesehen. Wo? Turm nach rechts. 29, habe ich gerade was gesehen. Ja, ein bisschen rechts. Geradeaus. Oh nein, ich sehe den IS. Halt. 28 Grad. Ich drehe. Nach rechts. 28 Grad. Drehst du in die falsche Richtung? Nee, ich sehe nicht, ich bin direkt drauf. Also ich sehe ihn nicht, aber ich bin direkt auf 28 Grad, ich sehe ihn nicht. Da ist ein Gebüsch davor oder so, ich sehe den nicht. Halt. Fahr einen Ticken rechts. Ich kann schon schießen, wenn du mir sagst, wo er ist. Jetzt ist es hier. Der fährt rückwärts weg. Achtung. Ja, warte. Er kommt hier raus. Ich sehe den so gut wie gar nicht. Der ist noch weiter rechts schon. Der fährt zurück. Okay, shit. Dann vorwärts. Vorwärts. Da kommst du, sollst du eigentlich rüberkommen mit Anlauf. Ich sehe den wirklich nur maximal so einen Zentimeter über der Grasnaht schon. Und dann immer sofort wieder verschwinden. Wenn ich auf den schieße, dann super ungenau. Okay, ich glaube, unser Truck stirbt. Panzergranate ist geladen, Bro. AP oben rechts, siehst du, das ist die 1. Kommen wir nicht rüber. LKW oder sowas fährt vor uns. Eins nach vor, bisschen vorfahren. Ich kann nicht runterzielen. Jetzt nach rechts, drehen bitte mal. Kommen wir hier durch? Weißt du das, Fahrer? Ja, ich sehe es nicht mal. Oh. Ich kann. Nee, und dann verraten wir uns nämlich nur zu sehr. Wenn ich schieße, dann sicher. Okay, ich habe einen neuen Marker. Dann hier ist eine Überfahrt über den Graben. Ah, ich hab wieder Sichtkontakt. Okay. Halt. Schau, Max, kannst du deinen Turm sehen? Nein. Okay. Da links vorne kommen wir rüber. Da fährst du jetzt gleich rüber. Da ist, glaube ich, was explodiert bei deinem Marker, John. Ja. Der ist vernichtet worden. Hier rüberfahren. John, da ist ein LKW, glaube ich, Richtung 40 Grad ungefähr. Leicht mehr rechts davon. Ist es ein LKW? Das backt gerade. Ja, ist unser. Was unterscheiden? Ich glaube, ich habe deinen roten Stern vorne dran gesehen. Sicher, dass es unser ist? Also, was ich sehe, ist ein Opel Blitz, aber... Okay. Warte. Rechts von der, komischen Mühle, oder was das sein soll? Ja, ja, rechts von dem so, keine Ahnung, 100 Meter. Ja, okay. Halt. Jetzt kommt hier ein Sack voll Gräben. Ja, aber wir sollten rüberkommen. Wo wollen wir denn hinfahren? Wir positionieren uns hier. Das wird irgendwie, nicht so weit sein. Da. Okay. Einfach ausgehen.
Wie lange geht denn die Runde noch, John John? 15 Minuten. Naja. Das reicht für kurz. Würde ich dann aber vom Kartenrad versuchen anzufahren, den Punkt. So, von weiter links. Ja. Ich sehe nichts. Sieht gut aus. Oh, jetzt. Oh ne, das ist der Lux. Ja, der Lux lebt auch noch. Also. Ich sehe nichts. Ein paar Mal Rauch, aber ich sehe nichts. Was ist der Ping rechts? Das war doch hier unten. Das scheint wieder nach links. Bis jetzt ist hier nichts. Passcriptor habe ich ja nicht gespielt, ne? Aber ich weiß, was es ist. So ist nicht. Tja. Sieht ziemlich ruhig aus. Zurück. Richtung Olex Haus, jetzt rechts einschlagen und dann rechts den Berg runter Richtung Olex Haus, dass du quasi unterhalb der Linie bleibst. Panzer ist erstmal nicht. Moin Tobias, moin moin. Wir sollten trotzdem. Boah, diese ganze Zeit unter Strom stehen ist aber auch echt hart. Keine Ahnung, ob hier hinten irgendwie was sein kann. Das ist einfach fahren, bitte. Infanterie links von uns, 72 Grad. Fahrzeug Richtung Nordosten. Ich glaube ein LKW. Ja, schau mal. Ist das... Okay, das ist unsere Garni. Ich kann jetzt noch ein bisschen rückwärts in den Hügel hochfahren. Hier fällt wohl noch irgendwas mit dem Panzer. Ich sehe gerade nicht. Ich glaube, das war ein LKW. Ja. Ja,
mal so, dass wir in Verzögerung reinschauen können. Das heißt, wir fahren rechts an der Garnlinie vorbei. Ich drehe. Werden wir getroffen? Ich sehe ihn. Ein bisschen vorhalten. Rüber. Gleich ist er hinterm Haus. Müsste aber noch gehen. Na, wartet, der fährt wieder raus. Treffer? Ja, das war der Turm. War das ein Treffer? Ich glaube zu tief oder es war was dazwischen. Hab ihn. Okay, Sitz dreht. Was trifft uns? Antitank. Der liegt irgendwo hinter uns. Problem ist, dass er uns nicht mehr zerschießen kann. Nee, nicht der. Ich würde sagen, wir fahren. Oh, neuer T34. Turm 339. 339? Stopp. Ich weiß nicht. War ich. Also weiter. 900 Meter. Hab ihn. Voll. Zu hoch. Ich glaube, das geht noch drüber. Viel zu hoch. Noch ein bisschen. Der bewegt sich zum Glück nicht. Arti, oder? Ja, perfekt. Versenkt. Nice. Meinst du es sicher hier zu reparieren? Auch jetzt sollst du können. Ich bin rechts von Fazit. Bis morgen, Peter, bis morgen. Geradeaus, 339 Grad. Was? Gerade T34 war. Yes. Welche Gradzahl, John? 339. Gerade T34. 340. Ihr habt gesehen. Abgeprallt. Rückwärts. Scheiße. Ui. Uiuiui. Rechts haben wir einen Tiger. Ich hoffe, der hat noch keine reserviert. Nee. Also rechts spawnen. Ja. Rechts spawnen? Rechts steht auch. Rechts. Rechts, okay. Ja, rechts. Ja, ich muss mich mal in-game lauter stellen. Also ich hab's gerade überhaupt nicht verstanden. Irgendwas mit 300 die ganze Zeit. Aber da der auch gerade okay. Zu meint, das habe ich dann nach Norden geschwenkt. Ich hab ihn noch getroffen, aber es ist abgeprallt. Da ging ja, nicht viel. Hartes Ding. So ein Jagdpanther, so ein Königsjäger wäre natürlich schön. Vor allen Dingen, wenn es da um Anwinklung geht, also...
Der Jagdtiger, ne? Noch mehr. Ja, Staratom, also. Easy peasy. Klemmender Turm gibt's da nicht. Nee. Ah, ich fände auch so eine Stellung im rechten Partnerreich. Es kommt ja auch bald der Panzer 4 raus. Dann werden nochmal die Stats euch vom Panther verändert. Dann wird der Panzer 4 quasi so gut wie der Panther und der Panther wird nochmal besser. Mhm. Weil, ja, es kann halt nicht sein, dass wenn da so auf 1000 Meter, wenn da 80 mm Stahl hübsch angewinkelt sind, dass das einfach überschritten wird. Zumindest jetzt nicht so mit 76 mm oder 85 mm. Das war nicht. Ich habe die für den Post verloren, ich kann das nicht verpassen. Kannst du wieder joinen? Was haben wir verloren? John hat die Verbindung zum Ost verloren. Der ist rausgeflogen. Ach so, ah, okay. Joinst du nach, John, oder wie sieht's aus? Warte, ich versuch's. Wer versucht nachzujoinen? Bin ich bei euch noch im Panzer angezeigt? Nein. Also, ich höre dich auch noch. Okay, ich höre nämlich komischerweise noch den ganzen Chat. Aber im Panzer bist du nicht mehr. Okay, es ist jetzt. Okay, es ist jetzt. Nee, im Team ja, ist nee, auch nee, nicht mehr, nee, aber. Nee, nee, nee. Wir können ja erstmal zu unserem anderen Tiger aufrücken. Jupp. Die Punkt. Das ist bitter. Stimmt, ihr habt die Augen. Wahnsinn. Ja, das ist schon schräg irgendwie. Dann müsste es jetzt nicht. Wo sehe ich denn, wie viel Restzeit bleibt, John? Oben, drück mal T. Dann müsste oben irgendwo stehen. 3:05 noch. Ist auch nicht mehr viel. Nee. Es sind doch nur noch 3 Minuten. Der Server ist voll, ne? Ja, nee, ich bin nicht mehr 5 Spieler bereit. Dass das immer am Ende passieren muss, wenn man schon die ganze Punkte gemacht hat. Sich da hübsch auf den Bonus freuen. Ah, aber immerhin bin ich anscheinend heute eine Klasse aufgestiegen. Sehr gut. Dankeschön. Aber dass er dann auch nicht wieder die Verbindung neu aufnimmt, weil das war ja nur für so eine Sekunde. Ich konnte mich halt dann direkt sagen, ja, das war's. Gucken wir auf die Karte. Das ist hier aufgeklärt gerade. Ich geh mal hoch, dann kann ich ja was machen. Okay. Join sollte mittlerweile eigentlich echt bei jedem Spiel, was irgendwie Länge geht, auf nichts Norden sein. Läuft jetzt 20 auf Ping. Und du kannst meine HE bitte hier hinsetzen. Auf 5 Grad. Okay. Der liegt noch zu hoch. Halt jetzt mal. Nein, hier ist tot, der ist tot. Hier laufen Infanteristen. Ich drehe. Ja, den hast du. Jetzt geht er runter. Auch. Hast du. Schön. Jetzt hier oben wieder ein bisschen den Kamm im Auge behalten. Oder hier rechts bei 0 Grad.
Den hast du vorher einstellen. Jetzt hier oben bei 10351 kannst du nochmal zwei Infanteristen mit einer AE wegnehmen. Da links, setz mit einer AE dahin. Hier weiter mit dem MG. Höher. Bisschen höher. Ja, hast du. Sehr schön. Ja, GG, oder? GG, hat Spaß gemacht. GG auch von. Ach Mann, sowas ist ja ärgerlich, oder? Ja, Mann. 38 Infanterieabschütze, 7 Fahrzeuge haben wir gekillt. Ich glaube, 6 mal gestorben oder so? 7 mal. Achso, ja, da sind 7. Aber ich müsste einmal weniger gestorben sein, weil ihr seid ja einmal beim Draußensein draufgegangen. Ja, stimmt. Hat Spaß gemacht. Hat echt ordentlich Spaß gemacht. Ist schon geil. Ist schon echt geil. Also. Auf der französischen Map habe ich mich teilweise ein bisschen verloren gefühlt. Da bin ich ein paar Mal zu häufig in den Straßen draufgegangen, ohne dass ich irgendwie wusste, was irgendwie ging, so nach dem Motto. Aber ja, ist schon nice. Ist schon ziemlich, ziemlich nice. So, okay, ich verabschiede mich aber auch. Ich muss ganz schnell noch ein bisschen wenigstens was machen in der Pause. Das heißt, vielen Dank fürs Zuschauen, danke für die Likes, danke für die Abos und wir sehen uns wieder in 10 Minuten schon, 10, 15 Minuten ungefähr. Genau hier und dann zu Daisy.